Ganz herzlich willkommen zu Guck zu Nummer 4, die Sendung zum Zugucken und Mitmachen. Falls Sie sich wundern und sagen, Mensch, der saß doch vor ein paar Wochen auch schon hier. Ja, mein Name ist Daniel Finger. Ich sitze eigentlich immer hier. Das ist nämlich mein Wohnzimmer. Und diese Sendung findet, wie auch die vorigen drei, in meinem Wohnzimmer und in meiner Küche statt. Übrigens, wenn Sie eine Frage oder einen Kommentar zu dem haben, was wir hier machen, stellen Sie sie einfach im Chat unter unser Video und wir bemühen uns, zwischendurch immer mal wieder in den Chat reinzugucken und alles zu beantworten bzw. euch auch Feedback zu geben. Und jetzt zu den beiden noch viel wichtigeren Menschen bei Guck zu. In der Küche wartet in freudiger Erregung Bernhard Moser. Er ist unser Koch, er ist Leiter des Food Festivals Eat Berlin, er ist Sommelier und er ist Geburtstagskind. Er hatte nämlich gestern Geburtstag. Und wenn wir heute zu irgendeinem Zeitpunkt etwas glasige Augen haben sollten, kann es daran liegen, dass wir gestern auf ihn angestoßen haben und nochmal auf ihn angestoßen haben und nochmal auf ihn angestoßen haben. Denn er hat auch die Weinschule Berlin. Das sollte auch etwas zum Konzept des gestrigen Abends sagen. Bei der Gelegenheit gestern habe ich auch schon unseren heutigen Gast in persona kennengelernt. Ich kenne sie selbstverständlich schon lange. Also spätestens seit sie beim feuerroten Spielmobil dabei war. Und das ist schon ein halbes Jahr her. Und sie kennen sie auch von der Bühne oder von der Leinwand oder aus dem Fernsehen oder von ihrem sozialen Engagement her oder aus ihren mittlerweile wahnsinnig schwer zu bekommenden Kochbüchern. Ich sage ganz herzlich willkommen, Marion Kracht. Marion, toll, dass du bei uns bist. Ja, danke. Danke. Ich habe es dir, glaube ich, beim Vorgespräch schon gesagt, alle Menschen, die uns hier beehren, sind zu groß für diese Show. Das hier ist ja so ein bisschen wie Wayne's World mit Kochen eigentlich. Aber also, dass du tatsächlich hierher kommst in der vierten Sendung, das ehrt uns und das freut uns ganz besonders. Jetzt werden viele, die zuschauen, sagen, endlich kochen die vegetarisch. Ja. Und das verdanken alle, die zuschauen und mitkochen, ja auch dir. Denn du bist schon lange Vegetarierin. Ja. Seit 89 hast du mir verraten. Das hat jetzt aber nichts mit dem Mauerfall zu tun. In dem Fall nicht, nee. Ich war in Indien und wollte einfach gesund bleiben in Indien, weil dort Fleisch, also die Kühlschränke funktionierten nicht immer so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ess du halt vegetarisch und das Essen in Indien vegetarisch ist einfach so großartig. Aha. Und dann bin ich dabei geblieben. Aber ich glaube, 89 war das zumindest in Deutschland so, dass man nicht überall lecker vegetarisch essen konnte, oder? Nicht wirklich. Aha. Ich war so ein bisschen außerirdisch. Aha. Also man fragte sich, also so wie als die Veganwelle begann, ob man denn dabei auch gesund bleiben kann und so. Also ich war in einer Talkshow, Talk im Turm damals, als die BSE-Krise war. Und da war ich so als Quotenfrau eingeladen. Und da sagte der wunderbare Journalist, fragte mich dann, wie lange ich das denn noch machen müsste. Das war diätisch, ja? Okay. Also das heißt, damals war das schon ein bisschen von einem anderen Stern, aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Nee, und jetzt bist du heute hoffentlich erstens nicht nur die eine Quotenfrau in Talkshows und zweitens wirst du nicht mehr solche komischen Fragen bekommen. Genau. Ist das nicht wunderschön, die das Zeit, in der wir leben? Das ist ganz, ganz toll. Und jetzt ist ja vegan im Grunde jetzt das, was früher vegetarisch war, aber in Berlin ist das ja sowieso überhaupt gar kein Thema. Wunderbar. Und Bernhard, du kannst nun auch endlich in der vierten Sendung beweisen, dass du fantastisch vegetarisch kochen kannst. Was hast du denn heute mit uns vor? Und hast du außer Wein auch was dabei? Ja, tatsächlich freue ich mich total. Ich habe ja irgendwie von der ersten Sendung weg schon gesagt, ich würde wahnsinnig gern vegetarisch kochen, was vor allem daran liegt, dass ich ja auch mit einer Vegetarierin verheiratet bin und wir zu Hause uns ausschließlich vegetarisch ernähren und ich eigentlich nur Fleisch und aber vorzugsweise Fisch esse, wenn wir ins Restaurant gehen. Insofern liegt mir das auch sehr und ja, tatsächlich macht es wahnsinnig viel Spaß, vegetarisch zu kochen, auch vegan zu kochen, weil man einfach die Gedanken verändern muss, weil man sozusagen die Fleischkomponente wegfällt, die Fischkomponente wegfällt und es weckt nochmal so eine ganz neue Kreativität und das ist, wird's auf jeden raten, der glaubt, irgendwie auf sein Steak so gar nicht mehr verzichten zu können, da einfach mal mit den eigenen Regeln zu brechen und das eine oder andere einfach mal auszuprobieren, weil es wirklich Spaß macht und weil es halt sehr oft, also wir müssen eh alle weniger Fleisch essen insofern und wenn es dann auch noch schmeckt, dann ist es großartig. Wir machen das heute mit Parmesanknödel und diese Parmesanknödel, die werde ich, also ich habe heute zwei Varianten, weil ich sie einmal glutenfrei mache und einmal klassisch. Das heißt, ich werde sozusagen da einen Schritt mehr machen, den ich aber dann auch immer erkläre, den man aber zu Hause nicht anders machen muss. Also die Zuschauer zu Hause machen es einfach ganz normal, wie ich die erste Variation mache und dann mache ich sozusagen parallel noch die zweite Variation. Dann machen wir frischen Blattspinat. Der wird einfach nur gedünstet und dann werde ich auch einen Schluck meines Weins abgeben, um das so ein bisschen abzulöschen. Und dann machen wir noch Kräuterseitlinge dazu
Und ja, und das Ganze ist halt wie fast immer, wenn ich koche, sehr, sehr kohlenhydratarm, also nahezu kohlenhydratfrei, aber ein bisschen Mehl brauchen wir zum Andicken dann der Klöße. Ja, das ist jetzt das, was Bernhard, heute jetzt, gibt. Jetzt zwei Dinge. Also das erste ist, ich muss ja gleich mal meine Bildungslücke outen sozusagen. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Saitling ist. Das ist ein kleines Pilz. Tier. Ja. Okay, genau. Und Kräuterseitling, weil du ihn mit Kräutern veredelst oder wurde dieser Pilz in seiner Jugend mit Kräutern gefüttert? So, ach so. Genau. Das ist der Pilz heißt Kräuterseitling. Ich werde ihn aber auch mit Kräutern zubereiten, auch mit ein bisschen Knoblauch zubereiten, weil wir den erst braten werden, dann kochen werden und wenn das Wasser, das Kochwasser nach was schmeckt, dann schmeckt am Ende natürlich der Pilz auch viel, viel besser. Mhm. Und Marion, eins musst du wissen, in einer der vorigen Sendungen hat Bernhard sehr aufwendig eine Gemüsebrühe gemacht und hat dann hinterher gesagt, wenn man das einmal selber gemacht hat, kauft man nie wieder fertige Brühe. Mhm. Dann hat er selber Nudeln gemacht, noch viel aufwendiger, und hat dann gesagt, wer einmal selber Nudeln gemacht hat, der isst nie wieder fertige Nudeln. Und ich habe wirklich gedacht, du machst auch heute den Parmesan selber, aber den hast du mitgebracht. Ja, genau. Ja, ich habe vor 24 Monaten angefangen und habe da schon mal den ersten Teil fertig gemacht. Toll. Genau. Voller Einsatz. Das wird dann etwas längerer Livestream. Genau. Super. Ja, du, dann lass dich nicht aufhalten. Leg los. Oder wollen wir vielleicht vorher erstmal dir zuprosten, Marion? Ich glaube, das ist doch eine gute Idee, oder? Ach so, warte mal. Dann muss ich mal ganz kurz mein Wein holen. Tatsächlich. Aufs Alter wird er schusselig, merkst du? Nee, das hat mit gestern Abend zu tun. Ach so, okay. Ja, genau. Das ist heute wegen gestern. Aber Mario, genau. Du hast erzählt, dass du unseren Winzer heute kennst. Ja, ich bin total Nick begeistert. Weiß. Den habe ich ja kennengelernt auf der Eat Berlin. Mhm. Und das war ja großartig. Also bei deinem wunderbaren an einem Abend, wo er auch über die Weine dann gesprochen hat. Und deutsche Weine sind ja inzwischen so großartig. Und was er auch alles weitergegeben hat, welcher Berg, welcher Hügel, wo und was er für einen Einfluss hat und wie man die dann probieren kann. Und ich war total begeistert von diesen Weinen. Da muss ich unbedingt mal hinfahren. Und wenn ihr euch das nächste Mal trefft, dann kann er sagen, ich habe alle ihre Filme gesehen und du sagst, ich habe alle ihre Weine getrunken. Ja? So, ja, genau. Fantastisch. Also schön, dass du da bist. Nochmal Prost, Bernhard. Nachträglich auf deinen Geburtstag auch nochmal Prost. Also wir haben, und das ist jetzt wichtig für das Gericht heute, also ich habe jetzt ein Moselriesling gewählt. Man hätte jetzt auch ein Kabinett, Riesling-Kabinett nehmen können. Das stand auch sozusagen online veröffentlicht. Da ist nur leider die Paketlieferung nicht gekommen. Aber jetzt haben wir sozusagen Moselriesling gewählt, der ist zwar theoretisch trocken ausgebaut, hat aber eine ganz starke, diese ganz typische Moselfrucht, dieses Opulente. Wenn ich Moselriesling trinke, dann erinnert mich das immer an Mozart, weil das so tanzt, das sind so tanzende Weine und so fröhliche Weine, die haben diese schöne Frucht, aber auch diese Rassesäure und diese Struktur und diese Länge. Und das passt eben gerade, wenn wir es mit Käse kombinieren, passt eben vor allem dieser Wein mit seiner Fruchtigkeit sehr, sehr gut. Ja, also ein bisschen Restsüße tut ihm gut, aber vor allem auch brauchen wir diese sehr, sehr schöne, opulente Frucht. Sehr schön. Und jetzt runter damit und losgekocht. Ein fröhlicher Wein und man wird auch fröhlich. Ja, vor allem, wenn man genug davon trinkt. Genau. Ja. Na toll. So, ich fange jetzt an mit dem Teig und habe jetzt das große Glück, dass ich bis gestern Nacht noch in Österreich war und ich konnte da Topfen holen, österreichischen Topfen. Es ist ein ganz einfacher Unterschied, also wenn man da auch mal mit einem Löffel reingeht, man braucht, um 1 Kilo Topfen herzustellen, braucht man 5 Liter Milch. Das heißt, in 1 Kilo Topfen steckt die Trockenmasse von 5 Liter Milch, während beim Quark, beim deutschen Quark sozusagen, da reichen 2,5 Liter Milch, um 1 Kilo herzustellen. Das heißt also, dass der Trockenmasseanteil beim Quark viel, viel geringer ist und beim Topfen viel höher. Das heißt, der Topfen ist einfach ein viel kompakteres Produkt. Das heißt, für die zu Hause, die jetzt einen Quark haben, bedeutet das einfach, dass man, dass die zu Hause wahrscheinlich ein bisschen mehr Bindemittel brauchen. Ja, die brauchen nochmal einen Löffel Mehl mehr und vielleicht noch ein paar Brösel mehr als ich, weil eben bei mir weniger Flüssigkeit in Summe drin ist, die wir abbinden müssen. Und da ist die Herstellungsart anders zwischen Quark und Topfen oder wird Topfen einfach nur, was weiß ich, länger stehen gelassen oder wie das ist? Ja, es ist eine andere Kultur, die das dick legt. Das wird die Österreicher haben eine ganz andere Kultur. Total andere. Eine andere Kultur. Und und dann wird eben sozusagen auch, also die zieht einfach mehr Wasser raus. Mhm. Ja, es bekommt auch ein bisschen länger Zeit. Dadurch wird das eben viel, viel
kompakter und viel, viel dichter, das Produkt. Ja? Also beim klassischen Produkt, also ich habe jetzt hier sozusagen jetzt immer sozusagen zu Hause verdoppeln. Ich nehme jetzt 2 Esslöffel Mehl. Dann nehme ich nochmal ungefähr 2 Esslöffel Panko-Mehl. Können wir auch normale Semmelbrösel nehmen, das wäre jetzt nicht schlimm. Dann nehmen wir 2 Eier. Also zu Hause dann für die gesamte Masse vielleicht reichen 3. 3 für die gesamte Masse sozusagen. Ich nehme jetzt 2 für die halbe Masse. So, und dann kommt in diese Masse natürlich noch der Parmigiano Reggiano. Ich habe hier einen 24 Monate alten. Also wirklich eine ganz herausragende Qualität. Und den werden wir jetzt erstmal so ein bisschen reiben. Die Rinde natürlich ab. Bernhard, was ist denn, ich habe das nie ganz verstanden, was Panko, was der Unterschied ist zu einem normalen Semmelbrösel? Also das Panko-Mehl ist, wenn man sich das anschaut, ich weiß nicht, ob wir das jetzt zeigen können, das Panko-Mehl sind viel gröbere Semmelbrösel, dadurch sind die knuspriger. Das normale Paniermehl ist halt viel, viel feiner und das Panko-Mehl ist halt gröber und dadurch knuspriger und ein bisschen brotiger sozusagen. Also wenn ich es zu Hause reibe, dann ist es Panko-Mehl quasi. Wenn du es zu Hause relativ grob, genau, und vor allem wenn du es in Panko auch noch reibst, dann doppelt sozusagen. Doppelt. Bist du zu Hause sehr grob? Manchmal. Manchmal, gut. So, wir reiben den Käse. Wer das zu Hause jetzt mit der Hand macht, braucht natürlich ein bisschen länger, aber wir haben ja Zeit. Ja, das Gute ist, wenn du fertig bist, dann haben wir schon wieder ein bisschen Zeit zu plaudern und zu Hause kann man noch in Ruhe weiterreiben. Genau. Jetzt nehme ich hier so auch ungefähr 2 Esslöffel, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann verrühren wir es mal und schauen uns die Konsistenz an. Also wir brauchen halt sozusagen so eine feste, teigige Konsistenz. Wenn es jetzt zu trocken sein sollte, einfach einen Schluck warmes Wasser noch dazu. So, ganz gut verreiben. Ich finde Bernhard rührend. Ja, total. Ist er oft. Ist er oft, das stimmt. Besonders bei Guck zu. Ja. So, wir merken, es ist relativ, also es ist noch zu feucht. Ja, also wir brauchen es durchaus ein bisschen trockener. Das heißt, nochmal eine Spur von dem Panko-Mehl rein und dann nochmal einen guten Esslöffel von dem Mehl. Ich koche auch so. Ich mache das nie so richtig, sondern immer so nach Gefühl. Du hast auch gar keine Esslöffel, ne? Immer gleich raus aus der... Ja, genau. Also tatsächlich, ich sage ja immer, Kochen funktioniert nicht mit der Waage. Also vor allem nicht nach dem Essen. Aber tatsächlich macht Kochen halt viel, viel mehr Spaß, wenn man einfach so kocht, so intuitiv kocht und wenn man nicht... also ich sag, mein Lieblingszitat ist ja da, Eckart Witzigmann hat mal gesagt, die Deutschen neigen dazu, genauso zu kochen, wie sie Autos bauen, mit der gleichen Präzision. Und wenn da irgendwie 200 Gramm Mehl drin steht und es sind 202 Gramm auf der Waage, dann werden die 2 Gramm noch runtergenommen. Und ich habe das in Kochkursen auch schon öfter erlebt, dass es dann sozusagen wirklich, dass das wirklich zusammengebaut wird, als wäre es ein Bausatz. Mhm. Aber wobei das ja auch meistens dann gar nicht funktioniert. Nicht? Ich meine, erstmal, wer hat schon mal eine Waage, die auf 2 Gramm genau anzeigt? Dann hat man ein anderes Mehl oder die Luftfeuchtigkeit ist heute anders, schon brauchst du ein bisschen mehr Mehl, oder? Also wenn du dich nur nach dem Rezept richtest, geht es meistens ja auch schief. Ja. Ja. Und man muss das da mutig eben, sein, ne? Ja. Genau, und das ist eben genau der Punkt, dass man eben wirklich mit Naturprodukten arbeitet. Die Eier sind unterschiedlich groß. Also man kann da einfach nicht in der Präzision das einfach voraussagen, was da jetzt irgendwie passiert. Ja? Ich warte mit der glutenfreien Alternative, warte ich noch, weil wir ja diesen Teig so früh machen, weil der jetzt noch ruhen muss. Ja? Der Grund ist,
Wir haben jetzt das Mehl reingemacht, das Weizenmehl. Und dieses Weizenmehl enthält ja Gluten, also Mehlkleber. Das ist ein Eiweiß, der jetzt in Verbindung mit Wasser sozusagen wirksam wird und dadurch ja erst seine Klebeeigenschaft entwickelt. Also würde man den jetzt sofort drehen und ins kochende Wasser geben, dann kann es sein, dass der auseinanderfällt. Ja, ich muss sozusagen dem Teig seine Ruhe geben, damit der Mehlkleber sich sozusagen entwickeln kann, damit dann der Knödel dann auch wirklich hält. Ja. Und weil wir ja gerade über darüber gesprochen, wie wir Deutsche kochen und wie viele Minuten exakt muss man warten, bis der Mehlkleber klebt? Oder anders gefragt, woran erkennst du, dass es jetzt geklappt hat? Nee, man sollte so mindestens eine Viertelstunde Zeit geben, besser eine halbe Stunde. Aber wir lassen es jetzt einfach auf uns zukommen. So, wir kochen jetzt einfach weiter und schauen dann, wann wir soweit sind. Dann schaue ich mir die Konsistenz an, dann schaue ich nochmal, vielleicht muss ich nochmal ein bisschen trockenlegen, vielleicht muss nochmal ein bisschen Flüssigkeit rein. Mhm. Das machen wir dann alles sozusagen intuitiv. Und während der Teig ruht, können wir auch schon den Blattspinat putzen. Also ich habe hier jetzt wirklich auch nochmal, ich bin heute echt durch Berlin gerast, weil ich unbedingt frischen Blattspinat haben wollte. Und den, man könnte jetzt theoretisch, das ist jetzt je nachdem, wie pingelig man zu Hause ist, man kann jetzt den natürlich nehmen, waschen und verwenden. Ich persönlich finde aber Blattspinat viel, viel schöner, wenn hinten der Stiel nicht mehr dran ist. Ja, nicht bei jedem, aber gerade bei so Marion guckt ganz entsetzt. Na, da hast du ja ein bisschen was zu tun jetzt. Ja, genau. Ich bin jetzt also ein bisschen beschäftigt. Also wir können uns jetzt schon mal ein bisschen unterhalten. Ja, ich glaube auch. Genau. Ich glaube auch. Genau. Ja. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen beschäftigt, aber ihr werdet sehen, dass ihr danach eben nicht diese dicken Stängel dann im Blattspinat habt und dass das dann einfach schöner ist auch zu essen. Aber das machst du, also ich mache das bei großen Blättern, aber bei den kleinen machst du das auch? Ja, also bei sowas, also wenn das jetzt ganz dünn und zart ist, ja, wenn man das jetzt anfasst, man merkt ja, das wäre jetzt ganz zart. Aber ich finde sozusagen auch optisch, finde ich immer schöner, wenn beim Blattspinat nicht diese Stängel drin sind. Ja, das ist jetzt ein bisschen eine Geduldsfrage. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die ersten 5 Minuten total ordentlich machen und dann werde ich irgendwann mal sagen, ach ja, jetzt passt, jetzt muss man halt ein paar Stängel nehmen. Also ich will nur festhalten, Bernhard Moser in Kuck zu. Die Deutschen sind zu pingelig. Wenn da 202 Gramm Mehl sind, nehmen sie 2 Gramm raus. Ich mache jetzt mal alle Stängel vom Blattspinat ab. Genau. Aber du, viel Spaß. Wehe, ist es nachher ein Stängel drin, auf den wir beißen. Ja, da schauen wir aber ganz genau hin. Marion, ich habe gelesen, dass du mit 5 Jahren schon vor der Kamera standst. Ja. War das freiwillig? Ja, das war tatsächlich freiwillig. Also mein Vater war damals am Theater und die haben Kinder gesucht. Mhm. Also wobei, man muss es sagen, ich dachte immer, meine allererste Rolle wäre auf der Bühne gewesen. Tatsächlich mit Theo Lingen in München. Und da ist so im Haus von Montevideo, musst du eine ganze Gruppe von Kindern Tomatensuppe löffeln. Das war dann immer kalte Tomatensaft. Das war ganz eklig. Konnte auch Theo Lingen nicht rausreißen, das Erlebnis? Nee. Mit dem hatten wir auch wenig zu tun. Okay. Und so. Aber ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren an diesem Haus wieder gespielt und da war noch dieselbe Garderobiere wie damals. Nein. Und die hat mir gesagt, nein Marion, du kamst schon vom Drehen und hast dann abends hier noch gespielt. Das heißt, es ist mir nicht ganz klar und ich kann niemanden mehr fragen, ob ich tatsächlich zuerst Theater gespielt habe oder zuerst gedreht habe. Aber ich fand es dann, ich hatte keine Filmeltern, die mich gepusht haben und wollten, dass ich das Geld nach Hause bringe, sondern es hat mir total viel Spaß gemacht und war eine super gute Alternative zur Schule. Und also mit 5, ne? Ja. Wie ist das? Ich meine, alleine die Bühne ist ja 100-mal so groß für einen. Und was ist das für ein Erlebnis? Ist das wie Spielen? Hast du damals gedacht, ich arbeite richtig? Nee, so war es nicht. Nee, es war Spielen, aber ich hatte auch schon so eine gewisse Ehrgeiz und wollte das gut machen. Aha. Und dann eben beim Drehen durfte man ja auch, als ich dann anfing zu drehen, durfte ich ja lauter Sachen machen, die man sonst niemals machen darf. Mhm. Ja, ich erinnere mich an einen Film, der hieß Pulle und Pummi, da war ich irgendwie, weiß nicht, 7, 8, 9 oder warst du Pulle oder Pummi? Und ich war, das ist nicht eine ernste Frage. ich ziehe die Frage zurück. Kannst du schneller kochen, so geht das nicht. Wir kennen das schon, bisher sind alle Gäste. Ne? Genau. Und das war mit Günter Strack. Das weiß ich noch genau. Und da musste ich halt so Knochen hinter mich werfen und mich immer ganz schlecht benehmen. Und das durfte man ja sonst als Kind nicht. Und da musste ich es machen. Wiederholt. Großartig. Das und da hast du gedacht, ich darf mich ja schlecht benehmen, ich kriege auch noch was dafür. Das wird mein Beruf, das oder? Das wird mein Job. Gab es jemals einen Moment, wo nicht klar war, ob du es auch
packst. Also ich meine, es geht ja nicht immer nur um Talent. Ich kenne ganz viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann irgendwie jahrelang verhungern und keinen Auftrag kriegen und nichts. Also mein Vater hat immer gesagt, vergiss es, das brauchst du nicht als Beruf machen. Spätestens mit 16 ist das Ding gelaufen und deine Sommersprossen, wenn das nicht mehr zählt, also nur noch zählt, dann ist das Ding gelaufen. Mhm. Er wollte mich natürlich beschützen oder so, ne? Vor diesem Beruf und vor dem Ganzen. Und es haben ja auch sehr wenig Kinderstars es geschafft, dann diesen Sprung ins Erwachsenenleben zu machen. Weil man ja als Kind wird man unheimlich gepampert, damit man funktioniert. Und viele denken ja dann tatsächlich, dass alle Menschen einen lieben. Und dieses Begreifen, wenn man dann erwachsen wird, dass man nicht mehr so gepampert wird und dass nicht alle einem Drehort einen lieben, sondern dass sie das nur machen, damit man funktioniert, das ist schon ein interessantes Aufwachen und das muss man auch. Und den Moment gab es auch bei dir. Also es gab, du hast oder hast du schon immer geahnt, dass ich habe das, weil mein Vater und meine Eltern natürlich mich da in dieser Richtung schon ein bisschen aufgeklärt hatten. Ja. Glaube ich, war das für mich nicht ganz so schlimm. Oh, jetzt verliere ich mein Ohr. Ja, das genau. Also es war nicht ganz so ganz so schlimm wie ich das da dachte, dass es sein wird. Übrigens, wenn du das Ohr verlierst, schlimmstenfalls hörst du halt nicht, was Bernhard sagt. Dann muss ich ja live dolmetschen. Genau, dann erzähl oder von ich den Lippen ablesen. Oder, das kannst du wahrscheinlich deutlich besser als ich, aber da sprechen wir, glaube ich, später noch drüber. Ja. Und jetzt bist du schon, würde ich sagen, wenige Monate später für den Deutschen Schauspielpreis nominiert. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Für deine Rolle in Schlaf von Michael Venus. Und das ist sein Erstlingswerk. Ja, ne? Also er hat schon Kurzfilme gemacht und ganz tolle Werbung, über die ich mich kaputt gelacht habe, ganz, ganz toll. Und beim Casting, also ich wurde dafür gecastet, habe ich ihn kennengelernt. Du musst immer noch zum Casting? Ich finde das gar nicht schlecht. Ab und an muss ich zum Casting und ich freue mich auch. Okay. Weil manche trauen sich mich gar nicht zu fragen, ob ich zum Casting komme. Ja. Man muss ja auch Konstellationen sehen und einen Regisseur, der einen nicht kennt. Mhm. Weil man denkt ja dann immer, ach, die Kracht, die kennt man, weil man mich identifiziert mit den und den Rollen. Ja, klar. Und das fand ich eben gerade gut, dass ich da hin konnte und was ganz anderes spielen durfte. Und deswegen war es toll, dass ich zum Casting kam. Mhm. Und da haben wir über dieses unglaublich gute Buch gesprochen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein toller Film, da möchte ich mitmachen. Toll. Und dann haben wir uns kennengelernt und sofort, ich habe gedacht, Wahnsinn. Und dieser Film lief eben auf der Berlinale und wird jetzt zu Halloween auch ins Kino kommen, denn es ist ein Heimat-Horror-Film. Ja. Ich hab die Beschreibung gelesen, ich bin total scharf drauf, den zu sehen. Das klingt wirklich großartig, ja. Aber sag mal, du hast ja nun schon mit vielen Regisseuren gearbeitet. Ja. Ist das ein Unterschied, ob jemand seinen ersten Film macht, seinen ersten richtigen Film oder seinen 20.? Ich weiß nicht. Also er war wahnsinnig gut vorbereitet. Mhm. Also es gibt natürlich Erstlingswerke, wo man merkt, oh, da schwimmt noch jemand rum. Aha. Das war bei ihm überhaupt nicht so. Der wusste ganz genau, was er möchte und hat sehr präzise und vor allen Dingen unglaublich liebevoll mit allen gearbeitet. Und zwar nicht nur mit den Schauspielern, nicht nur mit den Leuten vor der Kamera, sondern auch mit allen, mit dem gesamten Team. Toll. Und das war so ein angenehmes Arbeiten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich für diesen Film jetzt da nominiert wurde. Und zwar sehr amüsant, als meine Agentin mir das sagte, dachte ich, sie rief mich an. Und ich dachte, sie spricht noch mit jemand anderen am Telefon. Ja, ja. Ich habe nicht wahrgenommen, dass sie mich meint. Echt? Ja. Du hast ja, ach nett, da wird jemand nominiert. Angelika, ja, ich weiß nicht, mit wem du gerade sprichst, aber ich bin schon dran. Nee, dachte du bist gemeint. Toll. Also es war, ja, und ich habe mich sehr gefreut, weil vor allen Dingen für diesen Film also nur nominiert zu sein. Noch besser ist es natürlich, wenn ich ihn kriege. Also wählt mich. Ja, wie? Da können wir dich wählen? Das Nein, Publikum? Das sind alles BFFS-Mitglieder, also alles Schauspieler. Und deswegen ist es auch toll. Bitte wählt sie. Genau, wenn Schauspieler auszeichnen, das ist natürlich noch was ganz Besonderes. Ja, dann wird man wirklich geliebt. Kollegenlob ist das schönste Lob, ja, ne? Absolut. Dann hoffe ich, dass du das bekommst. Du hast auch schon eine goldene Kamera. Du hast was wirklich nicht viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben. Du hast das Bundesverdienstkreuz. Ja. Wobei, muss man denn dafür tun? Nicht spielen in erster Linie, oder doch? Ja, es war nicht so ganz klar. Als ich da das nominiert wurde oder gefragt wurde oder das verliehen bekam, also im Vorfeld, habe ich auch gedacht, es wäre versteckte Kamera. Wirklich? Ja,
Ich habe gedacht, da werde ich jetzt, weil ich bin mehrfach reingelegt worden und da dachte ich, aha, jetzt sind sie mit sowas dran. Naja, gut, okay. Aber als ich dann dieses offizielle Papier bekam, dachte ich, gut gefälscht, aber irgendwie. Gefälscht und, auf Büttenpapier, ja. Ich dachte so, Wahnsinn, also das haben die echt geschickt gemacht. Aber als der Termin dann näher kam und wirklich die mich anriefen und sagten, wie das dann alles vonstatten geht und so, war ich geflasht. Und das war, ich habe damals gespielt, Gottesvergessene Kinder in Gebärdensprache. Und ja, mein Engagement, mein soziales Engagement und diese Arbeit eben, um auch zu zeigen, in welcher Situation damals Gehörlose waren. Denn diese Sprache wurde noch nicht gelehrt in Deutschland. Das muss man noch sich gar vorstellen. Nicht. Nein, zu dem Zeitpunkt war es so, und das war 2002, dass Gehörlose ausschließlich in Lautsprache unterrichtet wurden. Also die mussten alles vom Mund ablesen, weil diese Sprache noch nicht anerkannt war. Wahnsinn. Wir reden nicht von den 50er Jahren, wir reden von 2002. Wenn man heute, Und also auch dadurch, dass ich das gespielt habe und das eine Brücke geschlagen hat, hat das eben eine ganze Menge bewegt. Und du hast es dann aber für den Film gelernt oder hast du es schon vorher? Das war für ein Theaterstück. Ich habe das dafür gelernt. Okay. Und später wurde ich dann unter anderem bei Babylon Berlin eben oft eingesetzt, wenn jemand Gebärdensprache können muss. Ja, super. Und kannst du es auch so gut, dass du dich mit Gehörlosen heute da noch gut unterhalten kannst? Naja, ich verlerne das natürlich genauso wie eine andere Fremdsprache. Ja, deswegen frage ich, genau. Weil ich habe es zum Beispiel erlebt, ich war im Flugzeug und es war ein Gehörloser da und die Stewardess war vollkommen überfordert und sagte, und dann habe ich gesagt, darf ich übersetzen? Und dann habe ich ihm das alles übersetzt, weil der war noch nie geflogen, was er machen muss und worauf er achten muss und sowas alles. Und am Schluss habe ich gesagt, also ich sitze hier in der Reihe 6, wenn du irgendwas brauchst, dann frag mich. Und dann hat er mich sehr merkwürdig angeguckt. Was hast du wirklich gesagt? Hintergegangen. Dann dachte ich so, ich glaube, ich habe jetzt was Falsches gesagt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Und dann habe ich so nachgedacht und dann habe ich nicht, weil das sind sehr ähnliche Gebärden, habe ich gesagt, wenn du also eine Frage hast, ich sitze hier, sondern wenn du Hunger hast, hatte ich gesagt. Und er dachte wahrscheinlich, er hat ein Brötchen für ihn dabei oder so. Also ich habe mir jetzt noch schlimmere Sachen vorgestellt. Nichts Anzügliches wenigstens. Gut. Aber er war irritiert, weil er dachte, ich will ihm ein Brötchen anbieten. Ja. Aha. Ich finde das, ich muss sagen, da beneide ich dich ja auch. Gerade wenn ich Leute sehe, die sich in Gebärdensprache angeregt unterhalten, habe ich habe das Gefühl, dass man, wie auch mit manchen Fremdsprachen, bestimmt auch anders denkt, wenn man in Gebärdensprache so flüssig ist, dass man denken kann. Das ist glaube ich, ein anderes Wahrnehmen einfach. Ja, ne? Und Sie sehen sich ja auch nicht als behindert, sondern als anderen Kulturkreis sozusagen. Das macht Sinn, für mich. Es gibt ja zwei Gebärdensprachen. Einmal lautbegleitend, also wenn man schlecht hört oder eben sprechend ist und die Gebärden dazu begleitet. Und dann gibt es DGS, deutsche Gebärdensprache, die hat eine eigene Grammatik, eigenen Satzaufbau. Das ist das, was ich lernen musste. Und da musst du wirklich komplett anders denken. Das war nicht so einfach für mich, aber ich finde es eine wunderschöne, sehr visuelle natürlich Sprache. Klar. Und inzwischen ist es ja auch oft in Filmen wird es verwendet, wie jetzt in Dark. Ja. Ja, super. Und das ist aber, ich meine, das ist ja glaube ich auch Teil deines Jobs, zumindest wenn Schauspielerinnen und Schauspieler das ernst nehmen, ist ja sowieso immer lernen, anders zu denken. Ne? Sich in Rollen, Menschen reinzudenken. Das ist ja auch das Interessante, dass du andere Charaktere kennenlernen musst, weil du ja in etwas hineinschlüpfst und du musst ja diese Figur verstehen. Warum macht die das jetzt? Und man eben auch ganz neue Dinge erlernen darf und kennenlernen darf. Und das ist einfach das Tolle an dem. Gelingt dir das immer? Oder hast du auch so Momente, wo du denkst, oh Mann, ich stehe jetzt hier schon seit einer Woche auf der Bühne, ich habe immer noch keine Ahnung, wie mein Charakter tickt? Also wenn ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr weiß, also noch nicht weiß, nachdem ich schon 4 oder 6 Wochen geprobt habe, das wäre extrem. Hast du noch nicht erlebt? Nein, das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ja, es gibt also berühmte Kollegen von dir, die gesagt haben, sie haben jeden Tag geschwitzt am Set zum Beispiel. Man weiß, der Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, der Schauspieler im ersten Film, hat gesagt, ich habe alle jeden Tag gedacht, die tauschen mich aus. Ich hatte gar keinen Zugang. Und, wenn man es guckt, denkt man, ist super. Aber er fühlte sich unwohl mit sich. Ja? Deswegen frage ich zum Beispiel. Okay. Es gibt so. Aber gut, dass du das nicht hast. Das ist doch also toll. Manchmal ist es schon so, dass man denkt, oh Gott, die Szene war ja jetzt ganz schlecht. Und der Regisseur ist begeistert. Ja. Oder man selber sagt, na, das war aber schön. Und der Regisseur sagt, nee, also das müssen
müssen wir jetzt nochmal machen. Naja, sagen wir mal so, wenn der Regisseur zufrieden ist, hat er recht. Wenn du zufrieden bist, hast du recht. So würde ich das jetzt an dieser Stelle von hier aus, vom Sofa aus entscheiden wollen. Du stündest eigentlich seit Mitte März auf der Bühne der Hamburger Kammerspiele mit einem Stück, das heißt Die Kinder. Ja. Aktuell ist die Premiere für September geplant. Genau, wir fangen jetzt tatsächlich endlich an, worüber ich sehr froh bin. Das heißt, ihr hattet auch noch nicht geprobt? Das ist quasi verschoben worden. Im August proben wir und im September spielen wir. Natürlich werden nur ein Drittel der Zuschauer da sein. Und wir werden, das wird ein schöner Tanz, weil wir natürlich auch die Abstände einhalten müssen auf der Bühne. Und ich glaube, wenn wir laut sind, lachen, weinen, schreien, müssen wir auch 4 Meter Abstand haben. Ich hoffe, ich dachte, in die Ellbogenbeuge oder so. Lachen. Ja. Sowas. Ja, es wird eine neue Form geben. Aber nachdem es sowieso ein Stück ist, was nach einer nach einer Katastrophe spielt, könnten wir theoretisch auch in Masken spielen. Ich bin sehr gespannt, was der Regisseur sich da überlegt. Aber es ist keine Corona-Katastrophe, ne? Nein. Es ist eine eine Atomapokalypse. Ja, also, genau. Aber es kann das alles noch mit reinspielen. So. Okay. Und was glaubst du jetzt wird komischer? Also so ein zwangsausgedünntes Publikum, was ja nicht schön ist, oder dass man auf der Bühne eben Abstand halten muss? Ich glaube, normalerweise ist es ja so, wenn man oben steht und es ist unten nur halb besetzt, ist man schon ein bisschen, weil man nimmt das ja schon wahr an Reaktionen und ja, so. Ja. Aber wenn man natürlich weiß, es geht gar nicht anders, dann sagt man, okay, dann ist das so. Ein Drittel ist das neue Ausverkauft, ja? Ja, genau. Ich glaube, dass es eher merkwürdig wird für die Zuschauer, also gerade wenn man jetzt lachen will oder so, dass man so ein bisschen denkt, die anderen sind so weit weg, lachen die jetzt auch? Also ist das da? Ja, der Gruppeneffekt fehlt ein bisschen. Genau, der Gruppeneffekt. Ja. Also das ist, glaube ich, für uns eine Umgewöhnung, aber fürs Publikum sicherlich auch. Ich hoffe nur, dass sie mutig genug sind, dann auch zu kommen. Weil ich meine, im Flieger sitzt man so nebeneinander und im Theater hat man ja wenigstens ganz viel Platz, so wie im Kino ja auch. Ich war vor kurzem im Kino und da hat man wirklich Abstände und eine Aircondition und Filter. Also das ist alles ganz toll geregelt. Also ich hoffe natürlich, dass die Leute kommen und vor allem, es könnte auch sein, wir alle haben ja schon auch ein bisschen sehr viel nachzuholen. Ja. Und wer weiß, vielleicht lachen, klatschen, weinen die Leute dann auch dreimal so intensiv, weil sie es einfach selber auch wollen, dieses Erlebnis. Ja, absolut. Wieder mal Lautstärke und Menschen und Leben in der Bude. Genau, genau. Und dieses Live ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Und wenn man das alles, die Hygienevorschriften einhält, denke ich, spricht da nichts dagegen, auch zu kommen. Apropos Hygienevorschriften. Ach, guck mal, Bernhard hat noch ein bisschen. Sehr schön. Ah, ja. Hast du schon 18 gezupft, oder? Na, ich höre euch so gerne zu, dass ich immer wieder meine Töpfe verwechsel und dann plötzlich die Stiele da reinhau und das muss mich jetzt gerade sehr, sehr konzentrieren, damit ich sozusagen... Du würdest sagen, es hat mit dem Restalkohol von gestern Abend nichts zu tun, das liegt nur daran, wie toll wir erzählen, ja? Genau. Ja, genau. Absolut. Das ist na, pass auf, dann würde dich das nächste, glaube ich, noch mehr verblüffen. Das hast du mir gestern ja schon ganz kurz erzählt, aber das hat mich so beeindruckt, ich will mehr davon wissen und ich glaube, die Menschheit muss es auch erfahren, unter welchen schweren Bedingungen ihr dreht im Moment. Wie so ein Corona-Dreh aussieht. Erzähl das doch nochmal. Also ich habe jetzt gedreht für die WAPO in Berlin, Wasserschutzpolizei. Und da bin ich ja die Polizeipräsidentin, so wie wir in Berlin ja auch wirklich eine Polizeipräsidentin haben. Also bin ich als Gast, komme ich ab und zu hin. Und das ist wirklich so, also erstmal macht man einen Corona-Test vorweg, dann kommt man an den Drehort, dann ist der Hygienebeauftragte, der misst dann Temperatur, dann muss man sich eintragen, dann kriegt man eine Maske. Also außer in der Maske, also wenn man geschminkt wird, muss man die auch immer aufhaben. Und das gesamte Team hat die ganze Zeit auf und man muss immer schön den Abstand wahren. Und auch in den Szenen, also beim Proben, immer mit Maske, was sehr merkwürdig ist, weil wenn du natürlich immer nur die Augen siehst vom Kollegen, ist schon etwas irritierend. Und dann tänzeln wir umeinander rum, weil wir eben auch diesen Mindestabstand im Dreh einhalten müssen. Und nur wenn die Kamera läuft, dann dürfen wir quasi die Maske abnehmen. Und was jetzt aber doch so komisch ist, also bei der WAPO, die Polizeipräsidentin, da nehme ich mal an, die hat ein schön großes Büro, da gibt es einen Schreibtisch oder wenn man mal draußen ist, da kann man schon auch ein paar Meter weit wegstehen. Aber es gibt ja jetzt auch
Kussszenen, Sexszenen und so weiter und so fort. Das also geht. Die Polizeipräsidentin hat keinen Sex. Genau. Zumindest nicht im Fernsehen. Nein, aber, ja. Aber wie ist das denn? Aber du hast erzählt, auch das ist verboten im Moment. Ne? Es dürfte vor der Kamera nicht geküsst werden. Nein, es wird umgeschrieben. Schwierig ist es natürlich bei Liebesfilmen, denke ich mal. Das ist dann so ein bisschen wie in 50er Jahren. Ich würde dich jetzt gerne küssen, ich dich auch. Ja, aber meine Frau ist im Nebenraum. Nein. Ja, oder also, genau. Siehst du? Neues Skript. Aber ja. Das glaube ich, ist schon schwierig. Jetzt bei der WAPU wird es, die haben das sehr geschickt gemacht, finde ich, weil es wird reingeschrieben, aber nicht so offensichtlich. Also es ist jetzt, wir reden nicht dauernd über Corona oder sowas, sondern es wird eben darauf geachtet. Und ich meine, ganz ehrlich, wir werden das in ein paar Monaten sehen. Und vielleicht, hoffentlich, ist das Ganze vorbei. Aber es bleibt ja ein bleibender Eindruck, die Corona-Phase, Zeit. Oder wir sind da immer noch in der Zeit, dass wir Maske tragen müssen und auf Abstand also achten müssen. Also gehen wir mal davon aus, dass alles gut läuft bei uns und wir so wenig Corona-Fälle haben, dass wir überhaupt nichts mehr beachten müssen. Ja. Werden dann diese Filme, die jetzt gedreht werden oder Fernsehstücke, komisch aussehen für uns? Das wird vielleicht merkwürdig sein, ja. Mhm. Aber gut, es ist ja jetzt auch merkwürdig. Ich weiß, als das Ganze begann und ich habe Filme angeguckt, dann habe ich immer gedacht, was machen die denn da? Die sind viel zu nah zusammen. Die küssen sich. Nein, das geht doch nicht. Ja, ich habe automatisch das, was ich im Leben, habe ich plötzlich da. Und dann dachte ich, so ein Blödsinn, das ist doch schon lange her, dass dieser Film gedreht wurde. Aber man gewöhnt sich schnell an so eine neue Normalität. Ne? Absolut. Ja, total verrückt. Was macht? Oh, guck mal, der Berner kommt gar nicht voran. Das finde ich super. Jetzt hat er wieder falsch gelegt. Siehst du? Ich glaube, unser lieber Redakteur David hat mir gerade gesagt, ich soll in den Chat gucken. War das richtig, David? Ich habe auch sowas gehört. Ja, okay, das ist auch so gut. Ah, sehr gut, okay. Ich nehme an, du nimmst nicht den wunderbaren Kommentar, hey, wegen der Knödel, die Mayo vor oder nach dem Backen. Das finde ich einen sehr schönen Kommentar, vielen Dank. Sondern ich glaube, genau, Regina fragt nämlich, weil sie ein bisschen zu spät dazu gekommen ist, ob du bitte noch mal kurz sagen kannst, was alles in den Knödelteig kommt. Sie bedankt sich schon jetzt und ich gebe dir auch die Erlaubnis, einen Stängel in die falsche Schale zu werfen, Bernhard, während du das noch mal erklärst. Ich habe angefangen mit dem Quark, mit dem Topfen. Dann habe ich, also du zu Hause musst sozusagen 4 Esslöffel Mehl nehmen, dann ungefähr 3 bis 4 Esslöffel von dem Panko-Mehl rein, dann 3 Eier und ja so eine Handvoll geriebenen Parmesan. Und diesen Teig lassen wir jetzt einfach erstmal ruhen. Ja, das ist das, was passiert ist. Der ruht als einziger. Der super. Ruht. Also genau. Regina, wenn du das zusammen machst, dann dürfen du und der Teig ein bisschen ruhen. Es sei denn, du bist ein bisschen so, sagen wir mal, pingelig wie der Bernhard. Die Österreicher kochen viel pingeliger als die Deutschen. Die machen die Stängel vom... Ja, total. Also zumindest bei der ersten Hälfte. Ja. Der zweiten Hälfte. Aber es ist schon nachlässig. Wenn ich euch das mal zeigen darf, so den Unterschied. Ja. Das ist schon viel schöner. Du hast hier viel den Getupften schöner und das aus, ist viel schöner. Ja, das lohnt sich eigentlich wirklich. Aus. Und es schmeckt bestimmt. Ja, und Bernhard ist auch so zum Beispiel, wenn der glatte Petersilie möchte und der kriegt nur Krause, dann holt er das Bügeleisen raus. Ne? Aber das muss man eben auch lassen. Nein. Das ist ja schön. Das ist ja gar nicht, dass das geht. Danke für den Tipp. Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht probieren. Also wir haben jetzt ja, wir sprechen auch noch über das, was du dann am Schillertheater in Berlin machen wirst. Wir haben jetzt ja über viele Projekte von dir gesprochen. Es scheint so, als ob du sehr viel Rollenangeboten bekommst, aber ich glaube, es ist für Schauspielerinnen, die nicht mehr 25 sind und nicht mehr als junge Liebhaberin gecastet werden, in der Regel in Deutschland schwer. Hast du außergewöhnlich viel Glück? Bist du die Beste von allen oder merkst du manchmal auch, dass doch wenig Angebote kommen? Nein, ich glaube, dass es nicht nur in Deutschland ist. Mhm. Also das ist eine allgemeine Geschichte. Mhm. Man braucht ja nur die Filme angucken, die für einen Oscar nominiert waren. Gut, Hollywood ist wahrscheinlich noch schlimmer. Also da ist es ganz, ganz furchtbar. Ja. Und wenn eine Frau über 50 ist, dann muss sie sich so liften lassen, dass sie aussieht, als ob sie 25 wäre. Ach so, ja, wär. Schrecklich. Schrecklich. Aha. Aber es ist tatsächlich so, es ist kein Abbild unserer Gesellschaft. Ich meine, gut, in unserer Gesellschaft ist es auch ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, ab 50 ist man als Frau überhaupt nicht mehr vorhanden. Mhm. Also sagen mir zumindest sehr viele Frauen. Mhm. Aber als Schauspielerin ist es wirklich so, dass es kaum Frauenrollen gibt. Man hat das, glaube ich, mal berechnet. Jede fünfte Rolle ist überhaupt eine Frau in diesem Alter.
Und das finde ich sehr schade, denn Frauen, die vorm Fernseher sitzen, die wollen ihresgleichen sehen. Die wollen nicht nur 18-Jährige sehen, sondern die wollen Geschichten, von wo sie etwas das nachempfinden können. Männer übrigens auch. Also ich habe noch nie bei einem Film gedacht, jetzt sind mir aber zu viele Frauen hier. Ich hätte gerne 80% Männer oder so. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und Männer dürfen sein dick, dünn, jung, alt, hässlich, schön, was auch immer. Mhm. Aber Frauen müssen immer irgendwie, ja, also Frau Kebekus hat mal gesagt, fuckable. Ja, hat sie in einem, fand ich sehr interessant. Aber das ist, und ist, wenn es Frauenrollen gibt, dann ist es häufig so, also in dem Alter, frustrierte Ehefrau oder Karriere-Weib, die keinerlei Emotionen hat. So. Mhm. Es gibt aber noch eine ganze Menge mehr. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, denn in Schlaf zum Beispiel, da sind ganz tolle Frauencharaktere. Aha. Und der Autor und Regisseur, die beiden haben es jetzt zusammengeschrieben, haben auch explizit darauf geachtet. Mhm. Also ihn würde ich wirklich auch, oder beide würde ich als Feministen bezeichnen. Mhm. Und haben darauf geachtet, auch viele Frauenrollen zu schreiben? Viele oder Frauenrollen, die sie schreiben, vor allem eben auch mit einer Bandbreite. Frauenrollen. Ja. Ja. Denn es gibt ja da so einen Test, woran erkennt man, ob es überhaupt ein Film interessante Frauenrollen hat. Erstens, sie müssen einen Namen haben. Nicht nur the Sweetie oder The Young so, Wife. The Young Wife, ja. Sondern sie muss einen Namen haben. Ja. Und sie es müssen, wenn sich mit einer anderen Frau unterhalten, mehr Sätze sein als drei, glaube ich. Aha. Und sie müssen nicht ausschließlich um einen Mann sich drehen. Die drei und das Sätze. Ist jetzt kein, das ist nicht nur polemisch gemeint. Also nein, das ist wirklich das ein echtes Kriterium, ernst. Weil ja, das klingt ist, ja nicht nach so einem schwierigen Set, ja, also ja, an Regeln. So nein, ist tatsächlich so. Und da fallen ganz viele Filme durch. Wow. Man glaubt es nicht. Und deswegen auch bei dem Theaterstück, was ich jetzt mache, die Kinder sind eben auch zwei fantastische Frauenrollen drinnen, von einer Frau geschrieben in dem Fall. Wobei ich glaube, wie man bei Schlaf sieht, dass das gar keine Rolle spielt, sondern dass es einfach ganz tolle Rollen gibt. Und ich habe jetzt Gott sei Dank gerade das Glück, aber ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich dachte, Junge, kommt da noch was Interessantes hinterher? Ja, schön, dass jetzt so viel kommt. Und glaubst du, dass es sozusagen aber... Ich meine, es ändert sich viel zu langsam. Das hat man ja immer gedacht. Ich habe in den Anfang der 90er Gender Studies studiert und da hat man gedacht, jetzt haben wir es aber bald überwunden. Also spätestens 2000 ist es nun wirklich mal durch mit der Gleichberechtigung. Ich glaube, es hatten in den 80ern welche gedacht und selbst in den 70ern haben Feministinnen schon gedacht, also jetzt, ne? Ja. So. Aber kann man trotzdem sagen, dass langsam aber sicher es sich ändert, dass mehr Frauen auch schreiben zum Beispiel, dass eben auch mehr Männer wie Michael Venus ganz bewusst andere Rollen schreiben? Ja, es ist seit letztem Jahr, als diese Studie rauskam, über Frauen und Mädchen in der Filmbranche, ist Bewegung drin. Also es gibt viel mehr Regisseurinnen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, ich bin seit über 50 Jahren in diesem Job und bis letztes Jahr konnte ich es an zwei Händen abzählen, mit wie vielen Frauen ich gearbeitet habe als Regie. Ja. Also Regisseurinnen. Ja. Ich kenne auch wenige, ganz ehrlich. Wirklich. Klar. Und die Hälfte sind der Abgänger von der Filmhochschule an Regisseurinnen sind aber, also Regisseuren sind Frauen. Wo bleiben die alle? Mhm. Und jetzt ist schon da eine Bewegung drin. Aber zum Beispiel auch bei Kinderfilmen ist es ja tatsächlich so, dass auch die Namen von Zeichentrickfiguren und auch von Bäumen, Blumen oder sonstiges sind zu 80% oder 85% männlich. Und das bedeutet ja auch, wenn Mädchen keine Vorbilder haben, ja, auch bei den MINT-Berufen, dann nehmen sie keine MINT-Berufe, weil sie keine weiblichen Vorbilder haben. Deswegen ist das so wichtig, dass da jetzt endlich Bewegung reinkommt. Aber es ist sehr langsam. Vor kurzem hat ja der ARD-Intendant noch gesagt, er wüsste keine einzige Frau, die eine Samstagabendshow moderieren kann. Das hat er erst vor kurzem gesagt. Also, ich erinnere mich. Ja, ich habe mit einigen der Frauen, die das durchaus könnten und es selber auch fanden und ich fand das auch gesprochen. Also das ist schon auch stark. Also, da ist schon noch viel Platz nach oben. Aber man kann natürlich sagen, wenn er so denkt, Gott sei Dank sagt das, dann weiß man es wenigstens von ihm, nicht, dass er es so sieht. Ja, und ich glaube, sie haben ihm auch eine Liste zugeschickt. Das finde ich auch. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Interessant übrigens, weil du MINT-Berufe sagst, also Mathe, Naturwissenschaften und so weiter. Die ersten Programmiererinnen waren zu einem sehr großen Teil sogar weiblich. Und es gibt sogar Länder, wo es immer noch einen großen Anteil gibt an, also ich habe zum Beispiel mal zwei
Kroatinnen kennengelernt, die hier zwar gearbeitet haben, Informatikerin, und da habe ich gesagt, ah, und wie viele waren in eurem Jahrgang? Und sagt, ja, ungefähr die Hälfte. Also bei denen war das tatsächlich noch gleich verteilt. Ja, und es ist eben auch das, was im Fernsehen dargestellt wird, entspricht eben nicht unserer Realität. Mhm. Also bei den Ärzten, bei den Juristen sind inzwischen mehr als die Hälfte Frauen. Mhm. Wenn man aber anschaut, welche Experten werden befragt oder im Film, sind es meistens Männer. Ja. Nach wie vor. Aber ich glaube, seit letztem Jahr ist da Bewegung drin und mal sehen, wie es weitergeht. Also für unsere Sendung 2 auf 1 auf Radio 1, die Sommerpause hat, haben wir interessanterweise auch so die Regel, dass wir immer sagen, wenn wir für ein Thema jemanden suchen, gucken wir erst, gibt es da eine Frau? Mhm. Und oft gibt es eine, also gibt heißt ja auch, man muss sie im Internet finden mit akzeptablem Aufwand sozusagen. Ja. Aber was uns zum Beispiel auch immer wieder passiert, ist, dass wir dann die Frauen anrufen und die dann sagen, ja, sehr interessant. Und dann rufen die am nächsten Tag an und sagen entweder, naja, ich habe mir überlegt, ich möchte doch lieber, dass es mein Kollege macht. Hm. Oder mein Chef möchte es gerne machen. Und das ist auch schwer. Und dann sagen wir manchmal, ja, das geht aber nicht. Wir lügen dann und sagen, nee, wir haben aber eine Quote. Haben wir gar nicht. Aber wir sagen, entweder sie machen es und zu 90% machen die es dann auch. Das ist gut, aber das hat natürlich braucht auch Mut was auch, ne? damit zu tun, dass Frauen, also ob jetzt in Gagen oder Gehaltsverhandlungen oder so, Frauen sind dann noch nicht, das hat natürlich auch mit der ganzen Geschichte zu tun, nicht mutig genug, auch nach vorne zu preschen und zu sagen, hey, ich weiß es, ich kann das. Sondern Frau ist immer so, und das weiß ich von mir selbst auch so, kann ich das, kriege ich das hin, bin ich da gut genug? Ne? Wobei, und da können wir uns eine Scheibe von den Männern abschneiden, die dann eher sagen, ja, aber, kann aber ich. Aber nur eine. Und dann im Hintergrund vielleicht denken, vielleicht weiß ich gar nicht. Aber erstmal ja, erstmal ja sagen. Und das, glaube ich, sollte man. Du, immer wenn ich ja sage, bin ich innerlich trotzdem zitterig. Aber wenn ich sage, ich weiß nicht, kriege ich es ja gar nicht erst. Ja, also insofern stimmt. Also eine Scheibe ist gut. Er kann das hier wunderbar kochen. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich hab das tatsächlich bei der Eat Berlin auch ganz oft. Und da merke ich aber, dass immer noch sozusagen die Doppelbelastung auch bei Köchinnen, bei Sterneköchinnen einfach eine Rolle spielt. Dass es eben nicht so ist, dass die jetzt mal entspannt 2 Tage zur Eat Berlin fahren können, hier irgendwie was kochen, eine Veranstaltung machen, weil die dann immer sagen müssen, na, ich weiß dann gar nicht, wer mein Kind abholt, ich weiß dann gar nicht, wer das und das macht und so weiter. Ja. Das ist immer noch sozusagen, die Arbeit ist da, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr ungleich aufgeteilt. Ja? Also es mag vielleicht auch ein Grund sein, dass es da oft mal... Ja, das ganz bestimmt. Ich werde zum Beispiel, bin ich immer von Journalisten gefragt worden. Also ich habe mal so eine Familienserie gemacht und da hieß es dann immer, ja, und wie machen Sie das denn mit der Familie und Ihrem Haushalt und dem Job? Wie verbinden Sie das denn? Wie kriegen Sie das hin? Und dann habe ich gesagt, fragen Sie das meine männlichen Kollegen auch? Nein, sag ich, dann beantworte ich Ihnen die Frage nicht. Finde ich total konsequent. Weil durch diese Art der Fragestellung, natürlich ist es so, das stimmt schon, dass Frauen da belasteter sind. Und das müssen, aber wir müssen auch die Fragen anders stellen. Mhm. Und man muss sie auch den Männern stellen, damit sie ihnen klar wird, hey, das ist it's also your job, ist auch dein Job. Also ich hätte wahrscheinlich auch geantwortet, ja. Also ich hätte es auch ein bisschen anders gefragt, aber natürlich, es gibt viele Menschen, wo ich weiß, ob sie jetzt Musiker, Schauspieler sind oder so, die eben unglaublich viel Zeit für den Beruf verbringen. Und dann frage ich natürlich, wie viel Zeit haben sie denn für ihre Kinder, mit ihren Kindern? Ja. Und ist mir egal, ob das Männer oder Frauen sind. Ja. Liegt aber auch vielleicht dran, dass ich zumindest in meinem Umfeld auch Väter habe, die zumindest versuchen, also die wissen, es ist ihr Job, ob sie den gut machen, ist ja noch eine andere Sache, aber die zumindest sagen, es ist, ich muss mich sowohl um meinen Beruf kümmern, als auch um meine Familie. Und die sind dann die auch, das auch wollen. Ja, und die auch genauso zerrissen sind manchmal. Genau. Oder wir sind genauso zerrissen manchmal wie Frauen, die einen Job haben und Kinder. Ja. Aber es ist eben nicht automatisch so, das eine geht vor und das andere ist nicht so meine Baustelle. Ja, also, richtig. Und Frauen, da geben manchmal Frauen auch ungerne ab, das muss man auch dazu sagen. Also ich kenne auch Fälle, wo sie dann sagen, nein, ich weiß, wie man das macht, ich weiß das besser. Und du willst sagen, Frauen können auch manchmal besser sein? Nein. Doch, ich glaube schon. Doch, okay. Kann man das rausschneiden? Nein. Klar, also, klar. Alles, ist ja ein Livestream. Kann man, klar, schneiden wir alles. Kommt so ein Pieps drüber. Ja, genau, Piep. Sehr schön. Ja. Nee, aber gut finde ich zumindest zu sagen, bitte seht doch nicht irgendwie 2 völlig verschiedene Sorten Menschen, gerade wenn man sich mit ihnen unterhält. Ja? Genau. Und ich bin sicher, dass es genug Frauen gibt, die sagen, oh Gott, Mann, was habe ich mir da für eine Brut angeschafft? Ich würde mich lieber auf meinen Job konzentrieren. Und Männer, die sagen, mein Job geht mir auf den Sack, ich wäre lieber bei meinen Kindern. Ganz also, genau. Ja. Ja. Genau, nee, wunderbar. Wir haben eins beide gemein und da bin ich sehr froh. Wir sind doch sehr unterschiedlich, also außer, dass wir Bernhard kennen und schätzen. Ja. Aber wir sind auch beide Podcaster.
Also du natürlich Podcasterin. Ja. Erzähl mal. Ja, also ich bin ja bei Plan International, bei dem Kinderhilfswerk engagiert, seit vielen, vielen Jahren. Ich habe auch mehrere Patenkinder. Mhm. Ich bin Kuratoriumsmitglied seit einigen Jahren. Und dann ja, ist sozusagen diese Idee gewachsen, doch auch einen Podcast zu machen. Und zwar aus dem Grund, dass mich viele Leute gefragt haben, wie ist das denn in den Projektgebieten und kommt denn mein Geld auch wirklich an? Und warum wird denn nicht, geht das Geld nicht direkt an dieses Kind, sondern geht in die gesamte Gemeinschaft und so? Und diese Geschichten habe ich halt immer erzählt. Und ja, und deswegen haben wir... Also gedacht, dann kann ich sie auch eigentlich so erzählen, dass es viele Leute hören können. So ist es. Und dann haben wir eben gesagt, jetzt interviewe ich Leute von Plan, also die mit Plan zu tun haben, die in Projektgebieten waren, die bei Plan arbeiten, um einfach zu erzählen, wie ist diese Arbeit, was passiert da und wie wichtig ist auch diese Arbeit. Also zum Beispiel den Zusammenhang, ganz banal, zwischen Toiletten und Bildung. Warum gibt es da einen Zusammenhang? Ja, das möchte ich jetzt aber auch. Das möchte ich jetzt aber auch gerne wissen. Ja, vor allen Dingen für Mädchen. Ja. Also in Indien zum Beispiel ist es so: wer schon in Indien war, der weiß, dass vor allen Dingen die Herren oft überall winkend sitzen und ihre Notdurft verrichten. Ja. Also so auf der Straße, ja? Weil es einfach wenig Toiletten gibt. Aha. Und die Mädchen können nur in die Schule gehen, wenn es dort eine Toilette gibt, weil Mädchen dürfen das natürlich nicht. Da ist es nicht schicklich. Ja. Aha. Es ist tatsächlich so, dass in Indien viele Frauen an Nierenversagen sterben, weil die Frauen nur gemeinsam am Abend aus dem Dorf hinausgehen in die Natur, um das alles zu tun und den gesamten Tag über nicht. Und wenn sie eben auf der, deswegen sind Toiletten so wichtig in einer Schule, weil dann Mädchen dort geschützt auf Toilette gehen können. Ist besser als im Dorf. Und in die, wohl wahr, und unfassbar, in die Schule gehen können und Bildung bekommen können, anstatt zu Hause zu bleiben. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und jetzt mal blöd gefragt, wie weit verbreitet ist es? Ich meine, Indien ist ja eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Ist es dort die Norm so? Ja, natürlich. Ja. Ich meine, in den Städten nicht. Ja, in den Städten ist es nochmal anders. Okay. Aber das Land ist riesengroß und in Kleinstädten, in Dörfern und so. Ich weiß, ich bin in eine Stadt gefahren und habe gesagt, ich muss auf Toilette. Und dann haben die gesagt, um Gott, das ist also Dorf, ja. Oh Gott. Wer in diesem Ort hat eine Toilette? Aha. Ja. Unvorstellbar. Ja. Gab's nicht. Aha. Gab's nicht. Und also jetzt, wenn du allein diese Geschichte erzählst, da würde ich sagen, Toiletten für die ländlichen Gegenden in Indien ist eigentlich ja schon ein einzelnes Projekt für eine riesige Organisation. Und Plan ist aber nur eine Organisation, die Mädchen und Frauen weltweit helfen möchte. Ja. Das heißt, also wie viele Leute sind da überhaupt ehrenamtlich engagiert? Das sind Tausende. Das sind ja nicht nur Ehrenamtliche, sondern das Tolle ist eben, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ein Projektgebiet sagt, okay, hier ist Not am Mann. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Dann fragt Plan, und die haben auch immer Mitarbeiter, die vor Ort sind, weil auch Sprachen, kulturelle, da kann jetzt nicht irgendjemand von außen kommen, sondern das müssen Menschen sein vor Ort. Und dann sagt man, was braucht ihr vor Ort? Was ist euer wichtigste Brunnen, Schulen, keine Ahnung, was auch immer. Ja. Und dann werden eben sozusagen Kinder ausgesucht, die Paten sind, die sind stellvertretend für diese Projekte. Mhm. Das heißt, das Geld fließt eben nicht zu diesem einzelnen Kind, sonst hebst du es ja aus der Gemeinschaft raus, sondern das Kind partizipiert an den Projekten und ist Teil davon, und dieses Geld fließt in diese Projekte hinein. Mhm. Und das kann man sich auch, wenn man zum Beispiel Pate ist, dann vor Ort auch anschauen und sein Patenkind besuchen. Und das ist wirklich hochinteressant, weil man als Tourist natürlich ein Land vollkommen anders wahrnimmt. Mhm. Und deswegen machen wir eben, frage ich jeden Monat jemanden und habe für eine halbe Stunde, 40 Minuten jemanden, mit dem ich mich unterhalte, der entweder vor Ort war, also wie eine Kollegin, die dorthin gereist ist, oder eben die Chefin, die Geschäftsführerin von Plan, die eben auch jetzt zum Beispiel erzählt hat, wie dramatisch die Situation für Mädchen und Frauen ist durch Corona. Mhm. Was hat sich da verschlechtert, verändert? Naja, schon alleine Bildung. Mhm. Wenn weniger Geld da ist, die Schulen sind meistens kostenpflichtig. Mhm. Wen schickt man in die Schule? Mhm. Die Jungs.
wen verheiratet man früh? Die Mädchen. Mhm. Es gibt ein Sprichwort, ein Mädchen großzuziehen ist wie das Wässern des Garten des Nachbarn. Boah, wirklich? Ja, ist das furchtbar. Weil dein Mädchen, das Mädchen, das große... Bernhard, du hast zwei Töchter, hast es dir gemerkt? Ja. Ja, ja. Gut. Weil das Mädchen, wenn es groß ist, wird es verheiratet und geht in die Familie des Bräutigams. Das heißt, du hast nichts mehr. Und wenn du einen Jungen großziehst, bekommst du als Frau die Schwiegertochter, die dir plötzlich hilft. Und wenn du alt bist, Arbeit abnimmt. Mhm, also das heißt, auch die Frauen sind begierig, einen Jungen großzuziehen, weil sie dann eine Schwiegertochter bekommen, die ihnen helfen kann. Mhm. Also all diese Dinge. Und durch die Pandemie ist es natürlich, wenn weniger zu essen da ist, weniger Geld da ist, es wird immer bei den Mädchen gespart. Also die Frühverheiratung wird dramatisch anwachsen. Das hat man bei der Ebola-Krise schon gesehen. Und das wird wirklich, also und insofern freue ich mich, dass jetzt nicht die Spenden zurückgehen, sondern dass die Leute immer noch bereit sind, dabei zu sein. Und ist das jetzt ein Problem zum Beispiel, wo man auch kurzfristig, wo Plan International auch kurzfristig helfen kann? Oder ist das was, wo man sagt, okay, da können wir jetzt akut gegen diese Umstände wegen Corona, da können wir nichts gegen machen, da müssen wir langfristig die Zustände verändern? Nein, sie machen natürlich auch direkt etwas, also dass man alleine aufklärt über Hygiene, dass man Wasser also Desinfektionsspender, dass man Zugang zu fließendem Wasser hinbringt. All diese Dinge kann man natürlich vor Ort machen. Und das Tolle ist eben, dass dadurch das Plan in vielen Gebieten schon da ist, können die natürlich auch sofort dort etwas tun. Mhm. Sie müssen nicht erst in diese Projektgebiete und dort etwas aufbauen. Und das ist natürlich toll. Und du hast gerade erzählt, dass du selber auch schon ganz viele Patenkinder hast. Ja. In allen Ländern der Welt. Und hast du die auch alle schon mal besucht? Ich habe in Indien meine Patenkinder besucht, zwei Mädchen. Das war sehr eindrücklich, muss ich echt sagen. Dann habe ich in Kambodscha ein Patenkind besucht. Das war hochinteressant, weil die sagten dann, ich soll eine Decke mitbringen. Und dann dachte ich, eine Decke, wieso? Mhm. Die wird doch eine Decke. Nein, die hat sich bis dato nur mit einem Moskitonetz zugedeckt, weil sie gar nicht das Geld hatten für eine Decke. Wow. Okay, und das jetzt würde ich natürlich, also böse könnte ich jetzt ja sagen, du hast gesagt, das Geld fließt nicht an das Kind, sondern in das gesamte Projekt, aber ein Geld für eine Decke hätte man ihm ja schon gewünscht, dem Patenkind. Ja, aber das, man kann nicht, wenn man da anfängt, das ist endlos. Du meinst, weil da eh niemand eine Decke hat, ja? Ja, weil du musst erstmal dafür sorgen, dass es fließendes Wasser gibt, ja, dass die Kinder in die Schule gehen können, weil Bildung ist das A und O. So, jetzt ist das neue Projekt ist Girls Get Equal. Das heißt, du musst auch erstmal dem Mädchen das Bewusstsein geben, dass das, was sie wollen, wichtig ist. Das war das Interessanteste für mich, wenn man Mädchen fragt, was willst du denn? Was willst du mal werden? Was möchtest du? Die meisten Mädchen können darauf gar nicht antworten. Am Anfang dachte ich, ja, was ist denn daran nicht zu verstehen? Daran ist nicht zu verstehen, dass nie jemand gefragt hat, was sie möchten. Dass nie jemand sich dafür interessiert hat. Und deswegen konnten sie diese Frage gar nicht beantworten. Das heißt, wenn Plan dort arbeitet und Projekte macht und Kinder in Gruppen bringt und sagt, ihr habt Kinderrechte, dann wird ihnen erstmal bewusst, das, was ich will, ist wichtig. Ich darf einen Wunsch haben, ich darf ein Ziel haben. Und das ist wichtig. Also das allein verändert. Schon die Idee, dass es das geben kann, verändert schon was. Das verändert. Wenn... Ich muss mal ganz kurz ein bisschen weitermachen. Entschuldigt bitte. Ja, total. Sonst kriegen wir ja nichts zu essen. Ich habe gehört, dass du wieder rührend warst und wollte dich nicht stören. Ja. Bitte leg los. Ich habe jetzt die glutenfreie Variante nochmal. Das ist jetzt für die Zuschauer zu Hause nicht ganz so wichtig gewesen. Deshalb habe ich... Sag doch trotzdem ganz kurz, was du gemacht hast. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zumindest auch im Nachhinein viele Leute das Video auf YouTube angucken, die sagen, ich möchte auch die glutenfreie Variante kochen. Na, ich habe einfach die Zutaten ersetzt. Ja, ich habe das normale Weizenmehl habe ich durch Braunhirsemehl, das glutenfrei ist, ersetzt. Und ich habe das Panko-Mehl habe ich durch ein Paniermehl aus Mais ersetzt. Ja, das war eigentlich alles. Ansonsten habe ich den ziemlich gleich gemacht. Also die Konsistenz, also wir haben ja hier natürlich jetzt kein Gluten, auf das wir warten müssen, aber das Paniermehl hoffe ich, dass das noch ein bisschen Flüssigkeit zieht. Und so sieht sozusagen die glutenfreie Variante aus. Und das ist die Variante, die klassische. Mhm. Und man merkt jetzt, es hat so eine ganz kompakte Konsistenz. Also es ist auf einem guten Weg. Wir werden das nachher gleich gut drehen können und zu Knödeln drehen können. Ich würde euch aber jetzt ganz gerne mal
zeigen, wie wir die Parmesan-Chips machen, die wir dann für die zur Dekoration brauchen. Auch dazu so. Mache ich jetzt noch mal ein bisschen Parmesan, den ich hier. Also da kannst du übrigens gerne noch ein paar mehr machen. Ich mag gerne viel Dekoration. Ja. So abends auch. Führen. Sehr gut. Wir fahren Fernseher, ja? Ja, ich könnte die Innenseite meines Gaumens damit dekorieren zum Beispiel. Das ist nämlich eine ganz schöne Geschichte mit diesem Cracker, weil man kann ja, man hat das vielleicht schon mal gesehen, wenn man in ein Restaurant geht und man hat dann so diese Körbchen, ja, wo dann ein Salat zum Beispiel drin ist, diese Parmesan-Körbchen. Das ist ganz einfach, indem wir dann was wir jetzt gleich backen, das kann man dann einfach nehmen und über so ein Glas drüber stülpen und dann wird da so ein Körbchen draus, ja. Also wir machen jetzt nicht mehr, als dass wir jetzt den Parmesan nehmen und den so möglichst kreisrund aufsetzen. Also das Glas erst hinterher, ne? Ich glaube, das Glas erst hinterher. Glas, ja, wenn man So, und das lassen wir dann einfach schmelzen bei 140 Grad. Das werden dann ja Riesencracker. Ich habe jetzt, das werden so, die zerläuft ja dann noch ein bisschen. Mhm. Und das wird dann einfach so reingesteckt. Ja, und das ist dann so ein bisschen zum Dazuessen. Also einfach kreisrund das rein, also Ofen auf 140 Grad. Wenn man nicht vorgeheizt hat, ist das auch nicht schlimm, dann dauert es halt eine Minute länger. Und jetzt schieben wir das einfach in den Backofen. Wichtig ist natürlich das Backpapier, weil vom Blech kriege ich es nachher nicht mehr ordentlich runter. Mhm. Wie lange muss das da rein? Das muss man jetzt wirklich beobachten. Ja, das fängt halt an zu schmelzen und es soll halt jetzt irgendwie nicht groß knusprig und krustig werden, sondern wir lassen es einfach schmelzen und danach auskühlen. Ja, also das ist jetzt, also die Parmesan-Cracker, die haben wir jetzt drin und dann können wir jetzt anfangen, die Brösel herzustellen. Also normalerweise, sondern wir machen das jetzt einfach wirklich mit Kräutern und mit Paniermehl, also zu Hause das Panko-Mehl. Wir nehmen hier wieder das Maismehl und wir nehmen jetzt einfach Kräuter, in dem Fall Basilikum, aber man kann Thymian, also Rosmarin nehmen wir nachher auch noch gleich. Einfach so ein paar Blatt zuppeln. Muss auch gar nicht viel sein, weil gerade der Salbei ja auch sehr, sehr aromatisch ist. Also zu Hause. Ich bin ganz wahrscheinlich froh, ich hab gerade gedacht, dein Basilikum sieht aus wie Salbei, aber du hast dich versprochen. Oder kommt Basilikum auch noch rein? Nee, habe ich Basilikum cool. gesagt? Ah, okay. Ja, also ich habe es zumindest gehört. Salbei, aber. Also man könnte aber auch Basilikum nehmen. Ja, also das ist zwar, das lässt sich nicht so gut braten, aber letztendlich kann ich eben alles an Kräutern nehmen, was ich irgendwie möchte. Ja, dann wird das jetzt einfach gehackt. An der Stelle, ja, Caroline, es geht weiter. Caroline hat mich geschrieben, geht's langsam mal weiter, ich habe Hunger. Ehrlich? Ja, das stimmt. Ich habe auch Hunger. Ja, ich auch. Caroline, du hast vollkommen recht. Aber wir haben trotzdem eine glutenfreie Variante. Geredet, ne? Nee, aber das ist gut. Bernhard hat so lange gebraucht. Er hat ja auch anders als zu Hause, hat er ja heute zwei Teigvarianten gemacht. Das braucht natürlich ein bisschen. Ja, genau. Genau. So, jetzt haben wir die Brösel. Dann nehmen wir Butter. Fahren da schon mal ein bisschen mit der Temperatur hoch. So, wir machen jetzt in Österreich, nehmen wir das Butterbrösel. Also einfach sozusagen. Ich mache mal ein bisschen weniger, das ist jetzt eher hier die Lichtervariante, wenn ich das jetzt alles reingemacht hätte. Also meine Mitstudenten haben Brösel immer zu haschisch gesagt, aber das kommt da nicht rein, oder? Ich weiß nicht, ob wir die Kräuter, ich weiß nicht, ob du was da hast, können wir probieren. Also wenn, dann ist es wild irgendwo gewachsen. Ich habe nichts angepflanzt, das kann ich dir sagen. Ja, die 130 Pflanzen im Garten. Nee. Die 130 Bernhard Pflanzen geht immer in den Kräutergarten. Also ich glaube, wenn es da wäre, hätte er es schon geerntet. Ah, ja, verstehe. Aber so, wir haben das lassen wir jetzt einfach mit rein. Genau. Okay. Genau, und das lassen wir jetzt einfach sehr, sehr gut rösten. Ja, also dieses Magenknurren, das kommt übrigens von mir. Ne? Also okay. Falls es schon tonlich... Ich dachte, du wolltest mal zeigen, dass du auch eine Löwin spielen kannst, ja. aber es ist der Magen. Ja, stimmt, danke. Das ist Bernhard, jetzt nur für die Leute, die vielleicht einen Ofen haben, der extrem viel Bums hat, also der Parmesan, wenn der geschmolzen ist, aber noch hell, dann soll man es rausnehmen. Ja, das soll nicht irgendwie braun werden oder so. Okay. Ja, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er so ein bisschen Farbe bekommt, aber nicht zu viel. Schwarz wäre halt dann zu lang. Ja, also braun wird noch gehen, schwarz wäre dann schwierig. Okay. Ruhig auch ein bisschen Salz drauf geben und man sollte da jetzt auch daneben stehen bleiben, also bitte nicht weggehen,
weil das auch relativ schnell anbrennen kann. Und verbrannte Butterbrösel ist irgendwie nicht die, kein kulinarisches Highlight. Hast du jetzt Rosmarin da auch mit reingetan? Ich habe Rosmarin und Salbei habe ich drin. Ah, aber Rosmarin schön. Und Thymian, weil auf der Warenanforderung statt Thymian, wir haben jetzt aber Salbei aus dem Garten genommen, aber klassischerweise würde ich jetzt auch den Thymian nehmen, aber wir haben den jetzt ersetzt durch Salbei. Wichtig ist eben nur so diese Kräuter, dass ein paar Kräuter sind. Und jetzt wirklich gut rösten. Also es darf dann auch anfangen, so ein bisschen nach brauner Butter zu riechen. Ich weiß schon, was ich heute Abend zu hören kriege, wenn ich nach Hause komme. Was Warum denn? Hast du nichts mitgebracht? Genau. Warum? Mein Mann wird vollkommen entsetzt sein. Ich glaube, ich habe deinem Mann gestern gesagt, wenn er den Sicherheitsabstand wahrt, darf er heute auch mitkommen. Also das war, kannst du sagen, deine Entscheidung. Und abgesehen davon, die Zutaten standen im Internet. Er könnte jetzt theoretisch auch mitkochen. Ich habe ihm das auch vorgeschlagen. Gut. Ich habe gesagt. Genau, weil die Portionen sind auch immer 4 Portionen. Das heißt, du könntest dann zu Hause noch eine zweite essen, wenn du nach Hause kommst, wenn er jetzt zu Hause sozusagen mitkocht. Darf dein Mann auch kochen? Ich meine, du hast ja schon 2 Kochbücher geschrieben. Da wird man ja auch, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert als Mann, oder? Also er verbannt mich immer aus der Küche, wenn okay. er kocht. Damit du nichts besser wissen kannst. Ja, ich weiß es kannst, dann ja. immer besser. Ja, okay. Und er sagt dann, geh weg, geh ins Wohnzimmer oder irgendwo hin, aber jetzt geh weg. Ja. Aber ich, weil ich auch dann, wenn ich Hunger habe, dann auch zum Tier werde. Ach so. Und er braucht ein bisschen länger, entschuldige bitte, wenn ich das sage, ja, dann muss er früher anfangen, sagen wir so. Aha. Aber er kann ja jetzt, wenn er hier zuguckt, weiß er ja, in Zukunft kann er dir einfach ein paar Parmesan-Chips machen schon mal und sagen, hier, komm, knabber ein bisschen, ich koche weiter, oder? Das ist doch Idee. Genau. Sehr gut, genau. Aber es ist tatsächlich so, dass ich diejenige bin, die meistens zu Hause kocht. Und seit dieser ganzen Corona-Krise habe ich jeden Tag was anderes gekocht. Es hat sich noch nichts wiederholt, außer die berühmten Marillenknödel, weil halt jetzt Marillenzeit ist, aber die österreichischen. Aber ansonsten habe ich wirklich jeden Tag was anderes gekocht und habe gesagt, wenn die Krise vorbei ist, dann lasse ich das. Aber dann kochst du jeden Tag das Gleiche. Ja, ich habe nicht gewusst, dass das Ganze so lange dauert. Ja, okay. Also hast du noch Reserven oder hast du jetzt alle Rezepte? Jetzt wird es eng? Okay. Ja, seit 15. März, ja. Also jetzt wird es langsam eng. Also aber jetzt habe ich ja schon wieder ein neues Rezept. Erstens hier. Das. Und es gibt noch 3 andere Cook-Zu-Shows im Internet, wo du dann... Schön. Da findest du was. An, dann genau. habe ich dann schon sind die nächsten 4 Tage gerettet. Horst Evers, unser erster Gast, hat ja auch noch ein Gericht zumindest erzählt. In seiner Studentenzeit hat er mit einem Freund immer Chipsnudeln gekocht. Das waren im Prinzip nichts als Paprika-Chips und Nudeln. Also wenn du das noch nicht probiert hast, musst du auch... Gemischt. natürlich. Okay, also da würde ich jetzt sagen... Würdest du jetzt nicht so scharf drauf sein? Ist jetzt nicht unbedingt meins. Nein. Was ist so das, sagen wir mal, wo du sagst, das ist das Primitivste, was ich je gegessen habe? Also meine Kinder essen manchmal Nudeln mit Maggi und Sahne zum Beispiel. Ja, sowas machen Leute. Auch sehr speziell. Es gibt ja Leute, die nehmen nur Spaghetti und Ketchup. Ich esse tatsächlich, wenn ich noch Reis übrig habe, ja? dann gieße ich mir da Balsamico drüber und esse das. Ist auch, glaube ich, ziemlich hart. Aber warm? Nee, kalt. Kalt, ah ja. So, wenn ich keine Zeit oder Lust habe zu kochen und es ist noch was übrig. Weil ich gehöre nämlich zu den Menschen, die nichts wegschmeißen. Die macht aus allen Resten mache ich noch was. Und du gehörst offensichtlich auch zu den Balsamico-Fans. Also ich auch und unsere Jungs auch. Also wir sind große Balsamico-Fanatiker. Ja. Ich mache auch immer Schmorzwiebeln mit Balsamico in großen in Krankenhausmengen. Die essen wir sofort weg. Ja. Machen wir jetzt übrigens auch. Ich habe jetzt hier eine frischen Knoblauch heute bekommen. Und auch dieses letzte Ende, das schmeiße ich jetzt nicht weg, sondern ich schneide sozusagen den Stiel runter und hack den auch klein, weil der Stiel hat ein ganz feines, zartes Knoblaucharoma. Und das nehmen wir dann sozusagen auch um dieses Wasser, mit dem wir dann die Kräuterseitlinge kochen, das so ein bisschen zu würzen. Ja? Das heißt, wir nehmen jetzt eine Pfanne, haben da ein bisschen Öl erhitzt und setzen da jetzt die Kräuterseitlinge rein. Die Kräuterseitlinge sind ja genau wie Austernpilze so ein bisschen Fleischersatz, in Anführungszeichen, für Vegetarier, weil die von der Konsistenz so unglaublich fest sind. Okay. Also genau. Das und ist grade, ganz toll. Und gerade wenn du dann noch mit Umami arbeitest, in dem Fall kommt Umami ja vom Parmesan und so, dann ist das wirklich ein sehr, sehr guter Fleischersatz. Ja.
Und haben oder die aber auch, wenn man dann, einen guten Eigengeschmack? Was, oder? Ja. Ja. Was jetzt auch gut ersetzt, ist zum Beispiel Sojasauce. Also wenn du Pilze sozusagen in Kombination mit Sojasauce zubereitest, dann hat das wirklich was sehr, sehr Fleischiges. Ja? Mhm. Also wir braten das jetzt ein bisschen an. Auch nicht zu viel Öl reinmachen, weil der Pilz ist immer ein bisschen wie ein Schwamm, ja, und der dann auch sehr, sehr schnell das alles sozusagen, das ganze Fett aufsaugt, und das wollen wir eben nicht. So, jetzt machen wir einfach die Aromate dazu. Wir nehmen Salz, auch nicht zu wenig, das darf ruhig dann irgendwie, ja. Ein Mann nach meinem Geschmack, wir essen sehr salzig, ja. Okay. So. Und schauen jetzt wir mal, wirfst du es hoch und alle drehen sich gleichzeitig um. Ja, genau. Dann Zeitlupe, wie in so einer Werbung. Ja. Natürlich, klar. Toll. Ja. Also wir geben den jetzt, ich werde die danach nochmal, bevor wir die dann auf den Teller legen, auch nochmal nachbraten. Aber jetzt geben wir dem erstmal so ein bisschen Temperatur, ein paar Röstaromen, und dann löschen wir das erstmal mit ein bisschen Wasser ab. Ja, lassen das ein bisschen einreduzieren. Und geben toll. Für die Säure geben wir auch noch mal so ein bisschen Nick Weiß dazu. Von deinem schönen Wein ab, Wahnsinn. Ja, das. Aber er besteht auch drauf, von auch unserer Flasche nachher noch Menge. Was zu bekommen. Also. Ja. Ja, viele würden auch sagen, schon nicht geklappt, aber. Das ist Alkoholmissbrauch, wenn ich hier sozusagen diesen großartigen Wein ins Essen kippe, aber ich finde irgendwie, in Summe muss ja alles gut schmecken, und dann, wenn der Wein dann auch gut ist, den man da jetzt zum Ablöschen nimmt. So, das lassen wir jetzt ein bisschen einkochen, ich werde danach noch ein bisschen nachgießen, aber dann können wir jetzt parallel schon mal nach den Parmesan-Chips schauen. Also ich glaube, wir können die, also ich persönlich mag es lieber, wenn sie ein bisschen weiß sind, ja. Also wir nehmen so die jetzt. So schnell ging das jetzt. Ja, also ich habe auch vorsichtig mit der Temperatur gemacht. Ja, und das lassen wir jetzt einfach auskühlen. Ja, mehr machen wir nicht. Das stellen wir jetzt einfach zur Seite, und wenn das ausgekühlt ist, dann holen wir das runter, und das kommt dann aufs Essen als Dekoration drauf. Aber wenn man das jetzt über ein Glas macht, also eine Schale draus macht, muss ich das dann jetzt gleich machen? Da muss es ein bisschen, also es muss noch warm und biegsam sein. Jetzt nicht, weil jetzt ist es zu flüssig. Ja, wenn ich jetzt mit einer Spachtel reingehe, dann wird es sozusagen sich hochziehen. Muss schon so ein bisschen auskühlen. Am besten dann einen zusätzlich machen, also einen mehr als man braucht, und den dann so ein bisschen als zum Experimentieren verwenden. Und du würdest doch wahrscheinlich, wenn du das machst, um einen ganzen Salat drin zu servieren, auch einen größeren Chip machen, ne? Oder? Ja, genau. Ja. Genau, da würde ich dann, ja, also braucht dann schon so einen Durchmesser. Du machst quasi einen kleinen Chip zum Gucken? Und ich dann den kannst du da auch gleich kleine essen. Chips machen so. Zum Gucken, weil die muss man ja dann natürlich auch probieren. Und dann den großen. Genau. Ja. Jetzt ich weiß ja natürlich, es gibt ja Leute, die gucken sich Videos an im Internet, wie man Gitarre spielen lernt, haben aber gar keine Gitarre, finden es aber schön zu gucken, wie andere lernen, oder Handwerker-Videos ohne eine Säge zu haben. Und ich weiß ganz sicher, gucken auch Leute guck zu, ohne zu kochen. Deswegen für alle die auch nicht genau wissen, was so ein Kräuterseitling ist, wie schmeckt der denn, Marion? Wie ein milder Pilz, also jetzt nicht ein Pfifferling oder so, aber durch diese Konsistenz hat der eben also dieses Bissfeste ist einfach gut. Also Leute, die zum Beispiel eben gerne Fleisch essen oder so, die mögen den total gerne, weil der, und wenn man dann eben dieses Umami herstellt durch diesen Bratvorgang und durch den Parmesan, ist das eben schon, hat das schon ein bisschen. Dann nimmt er den Geschmack auch gut an. Ja, ne? Ja, genau. Super. Genau. Bernhard, brauchst du noch ein bisschen, oder haben wir Zeit zu quatschen? Nicht, dass ich dir jetzt ins Kochen fusche. Ihr könnt gerne jetzt ein bisschen quatschen, weil ich jetzt die Platte nicht frei habe. Ich koche das jetzt weiter, und dann geben wir den Spinat an. Ja, wir haben gerade über dein Patenkind gesprochen, was da eine Decke von dir bekommen hat und bestimmt sehr froh war. Was mich interessiert ist, alleine zu wissen für so ein Patenkind, ich habe einen Paten. Was macht es? Was verändert es schon? Ganz viel. Und das ist eben, ich meine, man kann Jungen und Mädchen wählen, und das ist in jedem Fall ein besonderer Stellenwert in so einer Dorfgemeinschaft, wenn man Pate ist. Mhm. Für die Mädchen ist das natürlich noch viel wichtiger, weil sie als Mädchen eben nicht so viel gelten in den meisten Ländern. Und wenn sie dann aber Paten sind, Patenkinder, dann ist das eben, sind sie im Stellenwert schon angewachsen in dieser Gemeinschaft. Mhm. Und es ist meistens auch so, dass man dann da hängt, also da hängt dann ein Bild, und man bekommt ja auch Post mit einem Foto. Okay. Und bei mir eben auch. Und dann schicke ich eben auch Post hin, wenn man das will. Und dann erfahren sie auch etwas über die Welt da draußen und wissen, da ist jemand, der ist interessiert an mir. Mhm.
wie es mir geht. Und wissen die, was über dich, also ich meine, wie ist denn das überhaupt, nicht nur einen Paten zu haben, sondern auch noch jemand, der eine erfolgreiche Schauspielerin ist zum Beispiel? Oder ist das, spielt das gar keine Rolle? Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Das war sogar sehr amüsant, als wir dort saßen und der Übersetzer dann sagte, naja, jetzt sagt doch, was ihr macht. Und mein Mann ist Architekt. Da hat der Übersetzer schon gesagt, oh Gott, was sage ich denn da jetzt? Weil die bauen ihre Hütten selber. Ach so. Was ist denn ein Architekt? Ja, also wie Häuser bauen. Was so ein Einzelfallhelfer für Leute, die so doof sind, sich ihre Hütte zu bauen, wahrscheinlich, ja, also, oder so. Ja, genau, okay. Ja. Aber als ich dann dran kam, ja. Schauspielerin. Und was hat er gesagt? Schamanin oder Hausfrau? Er hat irgendwie versucht zu erklären. Ja, ja. Also, weil die natürlich auch, also in dem Fall, was eben so mit Musik und ein bisschen was vorspielen und so. Also, es war, glaube ich, nicht aber so. Aber das sind dann schon auch Dörfer, wo es noch kein Fernsehen gibt und kein Internet? Oder weil doch, doch. Einer hatte sogar ein Tablet. Okay, na dann müssen die doch eigentlich wissen, was Schauspielern ist. Ja, oder? Schon. Aber ist, das ist trotzdem ein bisschen abstrakt, ja? Ja. Also, wenn man den ganzen Tag die Reiskörner zählt und das ausfüllt, filtert und so, dann das ist schon ganz was, eine vollkommen andere Welt. Aha. Und das ist eben auch das bei dem Podcast eben Menschenskinder, also von Plan, wo wir eben auch versuchen, diese Geschichten zu erzählen und weiterzugeben. Mhm. Ja, super. Und sag, du hast die Möglichkeit, deinen Patenkindern zu schreiben? Ja. Und hast du auch die Möglichkeit, denen aber dann doch schon speziell irgendwas zu schenken, auch wenn du nicht entfährst und eine Decke hinbringen kannst? Ja, aber man soll jetzt nicht, also es sollen Kleinigkeiten sein, damit die eben in der Gemeinschaft nicht so ausgehoben werden. Und es gibt eben einen ganz tollen Plan, also einen Patenshop bei Plan in Deutschland. Da kann man auf der einen Seite Dinge erwerben, die in Projektgebieten produziert werden. Also wo Frauen Chefs sind zum Beispiel und wunderschöne Dinge herstellen, also von Bettwäsche über, ich weiß nicht was, womit man eben fördert, dass die dort vor Ort auch Geld verdienen können. Das ist super, also für die Hedonisten unter uns, die sagen, so. Pate sein ist zu viel Verantwortung, aber ich kaufe mir was Schönes. Zum Beispiel, ja, also da kann man wirklich ganz toll das kaufen und es gibt auch eine Abteilung, wo man Kleinigkeiten, also was weiß ich, eine Solarlampe, also sinnvolle Geschenke oder einen Fuß, Fußball oder was weiß ich was, oder Schreibmaterialien für die Schule, dem einzelnen Paten dann eben auch, Patenkind auch schicken kann. Super. Und weil du machst es ja schon eine Weile, ist es auch schon, hast du auch ein Patenkind oder das andere, was schon erwachsen geworden ist, wo du weißt, natürlich, was dann aus denen geworden ist? Ja, dann trennt man sich natürlich. Ja. Also, weil man, weil dann ist man hier rausgewachsen. Die stehen auf eigenen Füßen, ne? Ja. Aber man achtet eben auch darauf, dass zum Beispiel es bestimmte Regeln gibt, dass in den Paten, also in den Gebieten, in den Projektgebieten, Mädchen nicht früh verheiratet werden. Oder dass sie überhaupt eine Geburtsurkunde bekommen, dass sie registriert werden. Mhm. Denn wenn sie nicht registriert sind, ob sie verschwinden, ob sie was mit ihnen geschieht, weiß man ja alles nicht. Das heißt, diese Geburtsregistrierung ist schon sehr wichtig. Und in diesen Projektgebieten werden sie eben nicht früh verheiratet. Mhm. Also da gibt es dann bestimmte Regeln, die die Leute auch, also womit sie sich einverstanden erklären, dass das durchgehalten wird. Und ich habe eben schon Kinder erlebt, die dann eben auch einfach auf die weiterführende Schule gegangen sind. Mhm. Und das ist schon für ein Mädchen unglaublich wichtig. Mhm. Und wen würdest du dir in deinem Podcast noch wünschen, mit dem du gerne sprechen würdest? Also ich werde auf jeden Fall mit Ulrich Wickert sprechen, worauf ich mich sehr freue. Der ist ja auch sehr aktiv bei Plan. Und der hat eben auch zum Beispiel diesen Journalistenpreis, den internationalen. Der hat jetzt übrigens auch gerade einen Podcast angefangen. Weiß nicht, wer das mit ihm macht. Habe ich gehört. Ja, ja, genau. Ich habe es gerade neulich gesehen. Ja, genau. Genau. Und der wird sicherlich bei mir auch Gast sein. Und ich habe jetzt gerade einen aufgenommen, der im Sommer ausgestrahlt wird. Das mussten wir aus organisatorischen Gründen vorweg machen. Vom Jugendbeirat, ein junges Mädchen, die sich im Jugendbeirat von Plan engagiert. Super, klasse. So, mal gucken, was unser Chat sagt. Nicht, dass wir schon wieder Schelte kriegen. Oh. Bernhard, es wird Druck gemacht. Wann geht's weiter? Ja, die Pfanne steht schon, die neue Pfanne. Ja, ja, das ist seine Lieblingspfanne. Ist es? Ja, die hat hier was schon großartige Auftritte gehabt. Das ist deine Lieblingspfanne. Das hier, ja. Ja, ja, genau. Also in unserem Schauspielensemble ist die Pfanne Bruce Willis, von der Gage her. Oh, ich verstehe. Ja. Okay, gut. Also wir haben jetzt... Jetzt kommt eine Zwiebel, ne? Oder? Genau, wir machen jetzt den Spinat. Und den Spinat verfeinern wir mit Zwiebel, Knoblauch. Also ansonsten kommt auch nichts ran außer Salz. Und dazu schälen wir jetzt die Zwiebel. Und schneiden die, also die Stammzuseher, die wissen jetzt, was kommt, weil ich eigentlich jedes Mal eine Zwiebel schneide. Sehr interessant, und wie du die schälst. Also, wir
lassen den Strunk hinten stehen, das ist wichtig, weil das dem der Zwiebel die Stabilität gibt. Dann halbieren wir die. Ja. Wichtig ist jetzt ein scharfes Messer. Da haben wir noch ein bisschen Schale dran, das machen wir weg. So, und dann wird so schräg eingeschnitten. Wie gesagt, den Strunk nicht durchschneiden, weil das ist das, was uns die Stabilität gibt. Ja, weil nur dadurch hält jetzt die Zwiebel noch zusammen. Dann einmal hier, der Länge nach. Und dann einfach hacken. Ja? Übrigens, Bernhard, was wir dir noch gar nicht gesagt haben, es riecht so köstlich hier rüber schon. Also wenn du dich nicht beeilst, essen wir Brösel und Parmesan-Chips. Dann kommen wir in die Küche. Genau. Genau. Dich rettet nur das Gebot des Mindestabstands gerade vor einer Invasion. Total. Das heißt aber, ich darf die Küche jetzt nicht mehr verlassen. Ich muss das hier bewachen, ja? Ja, richtig. Wow, das sieht ja. Du hast aber auch ein fantastisches Messer da. Ja, das ist kommt aus Vietnam. Es wird dort handgearbeitet. Und ich liebe das Messer, weil das ein ganz weicher Stahl ist. Wir neigen ja dazu, immer Messer zu kaufen, die ganz harten Stahl haben, weil uns eingeredet wird, dass die dann länger scharf bleiben. Tatsächlich ist aber ein weicher Stahl besser, weil man weichen Stahl viel, viel besser schärfen kann. Ja? Also es ist nicht schlimm, wenn das Messer schneller stumpf ist, weil ich nehme einen Schleifstein, ziehe das, also eigentlich so, wie die Japaner machen. Ja? Man arbeitet damit, man ist fertig und zieht es dann an jeder Seite 10-mal über den Schleifstein und dann kommt es in die Messertasche. Ja? Dann bleibt das eigentlich auch auf ewig scharf. So, wir geben jetzt wieder das sehr gute Olivenöl rein. So, er hat jetzt hier wieder das Schloss angemacht. So, jetzt haben wir es. Irgendjemand schleicht sich, jemand Unsichtbares zu dem, schleicht sich immer in deine Küche und macht das Schloss an, Bernhard. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Form von Sabotage, die ich auch so nicht mehr weiter akzeptieren kann. Du hast ein scharfes Messer. Ja, genau. Das ist irgendein Gnom, der dich ärgern will. So, die Zwiebeln kommen jetzt rein. Dann nehmen wir auch gleich eine Knoblauchzehe. Ihr habt beide gesagt, ihr liebt Knoblauch, das kommt mir sehr, sehr entgegen. Ja, und das Schöne ist jetzt zu Corona-Zeiten, wenn man Begegnungen mit anderen Menschen hat, dann ist es über Video. Das heißt, man kann so viel Knoblauch essen, wie man möchte. Das ist herrlich. So ist es. Oder auf jeden Fall so weit entfernt. Genau. Aber ich kannte zum Beispiel einen wunderbaren Produzenten, Wolfgang Rademann. Mhm. Und der Traumschiff und viele, viele tolle Sachen produziert hat. Einer von der ganz alten Garde, ganz großartig. Und der hat Berge von Knoblauch gegessen, weil er der Meinung war, das rettet ihm sein Leben und bringt ihm ein. Der hat nie danach gerochen. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist gut. Hat. Aber ja, also ich weiß nur, du weißt ja, wenn man 100 Jahre lang jeden Tag Knoblauch isst, wird man sehr alt. Das habe ich mal gehört, gut, ja. Aber ja, glaube ich auch. Wie war das eigentlich, Traumschiff zu drehen? Ja, das ist bei mir schon eine ganze Ecke her. Ich weiß. Ist irgendwo in der Mitte der Filmografie ganz versteckt. Genau. Aber man ist dann schon eine Weile unterwegs, oder? Auf dem Kahn? Das sind natürlich fantastische Reisen, das ist doch klar. Ja. Und also, hat man viel Zeit? Also, das kommt drauf an. Manchmal hat man viel Zeit, manchmal nicht. Und manchmal dreht man genau, wenn der tolle Ausflug ist, wo man sagt, da wäre ich jetzt gerne hingegangen. Aha. So, und dann war das natürlich unter Wolfgang Rademann, das war so einer der alten Garde, der Schauspieler geliebt hat und wirklich, das war einfach toll mit dem. Also wo man sich dann auch wertgeschätzt fühlt. Ja, genau. Und das ist alte Garde? Ja. Ah, okay, das heißt, das hat nachgelassen eigentlich eher mit der Zeit? Ich würde sagen, ja, es hat nachgelassen. Außer, wie es gibt auch Gegenbeispiele. Ausnahmen gibt es ja immer. Diese, ne? Bei Juna-Film, eben der Schlafproduktion, da war das auch so. Es geht gar nicht um roten Teppich ausfahren oder sowas, sondern es geht darum, wir Schauspieler arbeiten ja mit Emotionen. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir ganz dünnhäutig, durchlässig, sensibel sein. Und auf der anderen Seite verlangt man aber in diesem Beruf, dass man eigentlich so einen Panzer mit sich rumträgt, ja. Mhm. Und das ist halt wirklich auch ein Gegensatz. Und den Panzer braucht man wofür? Für die harten Regisseure, für die fiesen Kolleginnen und Kollegen? Oder? Viele Dinge. Ja. Aber schon alleine, dass jetzt der Zeitdruck so wahnsinnig geworden ist. Mhm. Ja. Time is money. Und dass man jetzt viel, viel schneller produziert und viel, viel schneller dreht. Und dass alles zack, 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 zack gehen muss. Und ganz einfach, ganz ehrlich, Schauspieler sind auch eine Ware.
auch wenn wir das ungern hören. Aber man auf eine gewisse Art vielleicht, gerne, ja, sage ich zähneknirschend. Ja, aber, man wird natürlich nicht gerne so behandelt. Natürlich nicht. Und ich habe, vielleicht ist das auch noch mein Eindruck, du darfst mich gerne korrigieren. Ich habe das Gefühl, und es geht jetzt nicht nur für Film, Fernsehen und so, sondern für viele andere Produktionen auch, ja. Ich habe das Gefühl, heute ist es oft so, es muss gerade gut genug sein, damit die Leute nicht merken, dass man viel gespart hat. Und ich glaube aber, oft könnte man viel, viel besser sein, wenn man mehr Zeit, also ne, also ja, natürlich. Ich glaube, gute Schauspieler wie du, die machen das dann eben auch mit wenig Zeit gut. Aber wahrscheinlich könntest du es mit einer Woche Drehzeit mehr noch besser machen, oder? Ja, natürlich. Ja. Und das betrifft alle. Und das ist, es wird unter so einem Zeitdruck und wenn man sich vorstellt, wie viele Minuten Film heutzutage produziert werden am Tag, das ist viel mehr als noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Da ist ein riesiger Unterschied. Das heißt, man hat gar nicht mehr die Möglichkeit großartig zu proben oder so. Das geht gar nicht. Mhm. Bernhard hat auch keine Zeit mehr zu proben. Der will loslegen. Okay, jetzt, was kommt da? Jetzt kommt schon wieder Wein rein. Ja, das ist Kochen mit Hast Wein. Hast du irgendwie mit Weinen zu tun? Was habe ich? Hast du irgendwie mit Weinen zu tun? Also nicht Weinen, so Weinen, sondern Wein? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, sonst würde er nicht so verschwenderisch damit umgehen. Aber. Genau. Oh, jetzt kommt der Der Spinat, genau. Da darf man jetzt auch nicht irritiert sein, weil der wird je wieder zusammenfallen. Also auch wenn man jetzt das Gefühl hat, hey, wow, das ist ja eine wahnsinnige Menge, ist es tatsächlich nicht, weil am Ende bleibt immer ganz wenig über bei frischem Blattspinat. Und das lassen wir jetzt auch. Und deshalb brauchten wir auch die Flüssigkeit. Also ich habe jetzt den Wein reingemacht als Flüssigkeit, setze jetzt gleich den Deckel ein bisschen drauf und lasse quasi den Spinat zusammenfallen. Erst mache ich noch ein bisschen Salz drauf. So, einfach nur so drauf, muss man dann auch nicht groß bewegen, weil bewegt wird er dann eh, wenn er zusammengefallen ist. Jetzt warten wir einfach so 2 Minuten, bis wir bis der Spinat zusammengefallen ist. Und dann stellen wir den auch wieder zur Seite, beziehungsweise können es auch warm stellen und kochen dann die Knödel ab. Da ist es aber dann so, dass ich eh das Wasser erst aufkochen muss. Also ich lasse den jetzt zusammensacken. Bring dann das Wasser nicht zum Kochen, sondern ein bisschen drunter. Da kommen dann die Knödel rein und dann können wir eigentlich anrichten nach ein paar Minuten. Wow. Okay. Und dann sagen wir, was hast du da wieder angerichtet, Bernhard? Also, ja, aber in einem positiven Ton. Das heißt, da ist jetzt Zwiebel, Knoblauch in Olivenöl und ein bisschen Weißwein. Weißwein, genau. Und jetzt sozusagen entsteht da in dieser Pfanne, das ist ja wirklich so ein Bräter, die Flüssigkeit verdunstet jetzt, dünstet quasi den Spinat und fällt dann wieder runter sozusagen. Und dadurch habe ich da drinnen so eine schöne Atmosphäre sozusagen, das kocht jetzt hoch und dadurch fällt dann der Spinat jetzt gleich zusammen. Ja. Und aber du nimmst auch guten Wein fürs Kochen, weil mein Mann verbietet mir dann immer, von dem tollen guten Wein, den er trinken will, den zum Kochen zu benutzen und sagt dann, ich soll doch bitte einen günstigen nehmen. Aber das ist ja auch schon wichtig, was man da für einen Wein nimmt. Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt ein Schmorgericht in Rotwein mache, dann nehme ich natürlich nicht den Rotwein, den ich trinke. Aber ich würde jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie ein halbes Glas getrunken, es ist ja immer noch mehr als die Hälfte da. Ja, das heißt, ich habe jetzt zweimal einen kleinen Schluck genommen, bevor ich jetzt extra dafür eine günstige Flasche aufmache, nehme ich eben lieber den Wein und sage dann, okay, dann opfere ich da halt ein bisschen, aber muss halt da nicht dafür extra irgendwie so einen industriell gefertigten Billigwein kaufen. Das ist auch eine Überwindung, das Zeug zu kaufen. Sag mal, da können wir jetzt ja mal nachfragen. Kleines Gedankenexperiment. Wir haben ja auch gestern den Wein, den du selber kreiert hast, getrunken auf deinem Geburtstag, den Famosa. Von dem gibt es ja, glaube ich, nicht mehr so viele Restbestände. Und das ist schon auch, sagen wir mal, geschmacklich wie preislich eine echte Marke. Würdest du auch mit dem kochen? Wenn ich ablösche und der steht sowieso offen schon neben mir, dann würde ich tatsächlich einen Schluck davon opfern. Ja, ja? Aber auf die Menge kommt es an. Auf die Menge kommt es an, tatsächlich. Ja, das ist kann man eindeutig so sagen. So, man sieht jetzt schon ganz gut, wie stark das zusammengefallen ist. Jetzt brauchen wir auch gar nicht mehr groß den Deckel draufzusetzen. Jetzt schauen wir, dass wir die Flüssigkeit wieder so ein bisschen rausbekommen. Man merkt aber, dass das Verhältnis zwischen Zwiebel, Knoblauch und Spinat ein ganz spannendes ist. Also, dass man wirklich auch reichlich Zwiebeln nimmt, ja, und dass man nicht sozusagen, dass man wirklich auch Zwiebel und Knoblauch spürbar drin hat. Also du würdest sagen, ein Teil Spinat, ein Teil Zwiebel, 2 Teile Knoblauch.
Na, ich würde jetzt, also die frische Knoblauch habe ich jetzt schon ganz schön reingehauen. Und es duftet schon so unglaublich gut. Ja, ja, das ist Weißwein und Knoblauch. Das sind zwei Aromate, die klasse sind. Ja. Toll. Ja, schade, dass es kein Geruchsvideo gibt, ne? Ja, schade. Vielleicht ja, an dieser Stelle, wie immer, wir freuen uns auf alle, die dann in den Chat auch Fotos von ihren Gerichten posten, wenn die gleich fertig sind. Oh, ja. Ja. Allerdings, so, jetzt wollen wir eigentlich nur noch. Viele Leute machen das erst viel später, nachdem sie es gegessen haben. Dann nascht er. Salz. Und geht's oder müssen wir von vorne anfangen? Ah, die Knoblauchnote ist, wir werdet Spaß haben. Und übrigens, ich würde einfach sagen, kauf doch für deinen Mann, damit er sich irgendwie nicht so ärgern muss, einfach immer eine Flasche mehr. Weil eine ganze Flasche, damit kocht man eh nicht. Und dann haben alle gewonnen. Stimmt, ja. Stimmt. So, ich lasse jetzt nur noch mal ein bisschen aufköcheln und dann werden wir die Knödel kochen. Ich stelle dann alles nochmal ein bisschen warm, damit wir dann auch wirklich alles warm angerichtet haben. Ich bin tatsächlich total begeistert. Ich habe ja das Panko-Mehl heute ersetzt wegen der Glutenfreiheit mit diesem Paniermehl-Mais. Das war für mich heute auch ein Experiment. Ich habe das vorher noch nie verwendet und ich bin tatsächlich total begeistert. Das hat einen richtig schönen Crunch. Das ist also mindestens genauso gut wie das Panko-Mehl. Ja, also es ist eine echte Entdeckung dank dir heute. Also und Bernhard, ich sag mal so, wenn du ausreichend gekocht hast, du weißt ja, unser Team möchte hinterher auch naschen, dann nehme ich auch gerne von beiden Knödeln eine Variante zum Probieren. Ja, bin ich nämlich auch neugierig. Ja, wir haben tatsächlich genug. Das Spannende ist halt, also es ist wirklich, wir haben jetzt eine gute Konsistenz. Es fehlt halt, und man merkt das jetzt auch, es fehlt der Mehlkleber. Ja? Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sich das jetzt gleich dann im heißen Wasser verhält, ob das Ei sozusagen wirklich auch das komplett kompensieren kann. Es müsste eigentlich klappen, aber es wird spannend. Gibt es ansonsten noch von dir, Marion, einen Klebetipp, was man noch dazu tun könnte? Ich meine, jetzt ist es zu spät für die Einkaufsliste, aber... Naja, es gibt ja sozusagen so Mehlmischungen, glutenfreie Mehlmischungen. Da ist meistens Reis mit drin, Reismehl, Maismehl, um eben so ein bisschen diesen Klebeeffekt mit dazu zu kriegen. Und das klappt ausreichend gut? Also bis jetzt hat das fast immer... Muss man wirklich nachdenken. Mhm. Ich glaube, einmal hat was nicht geklappt, aber doch, das geht ganz gut. Wobei ich auch, wenn man es mit einer Mehlsorte macht, eigentlich bevorzuge, wenn das geht. So, dann kommen wir langsam. Achso, jetzt kommt das mit den. In die Phase. Wie lange müssen die im Wasser ziehen? Die müssen bestimmt nur ziehen, ne? Also wir, also normalerweise diese Topfenteigmischungen, die gehen unter. Und wenn sie hochkommen, dann nochmal ungefähr eine Minute. Ja, also das ist aber immer ein gutes Indiz dafür, dass wenn die quasi hochkommen, dann sind die fast fertig. Wie bei meinen Marillenknödel. Genau, da ist es genauso. Ich weiß nicht, machst du die Marillenknödel mit Topfenteig oder machst du die? Ja. Mit Topfenteig, ja. Ja, ja. Auch meine bevorzugte Variante. Ich sehe, wir haben ein Gericht für eine andere Guck-Zu-Sendung, Bernhard, oder? Ja, Marillenknödel ist toll. Es ist, es ist im Grunde genommen, der Teig ist sehr, sehr ähnlich, nur dass wir eben, wir nehmen dann das Mehl, aber wir nehmen sozusagen kein Panko-Mehl natürlich rein. Wir machen auch Butterbrösel. Ja, wir nehmen halt dann diesen Topfenteig, der im Prinzip analog ist zu dem. Der wird halt dann ausgebreitet, dann kommt die Marille rein. Ich fülle das immer noch mit einem Stück Würfelzucker, der dann schmilzt und der dann sozusagen die Marille nochmal ein bisschen süßer macht. Dann wird das eingeschlagen in diesen Topfenteig. Dann wird das analog zu dem gekocht und dann kommt Butterbrösel dazu, so wie wir das gemacht haben, nur halt ohne Kräuter natürlich. Ja, stattdessen halt Puderzucker. Und das, also insofern, das mit Zucker und Zimt mache ich. In der Marille oder oben drauf? Nein, oben drauf. Okay. Ich mache Zucker und Zimt oben drauf. Und den Zuckerwürfeltrick, benutzt du den auch? Nee, den mache ich nicht, weil ich Zucker und Zimt oben drauf mache. Wenn ich den Zucker und Zimt nicht mache, sondern Butterbrösel, dann mache ich auch. Dann würdest du es genauso machen. Dann mach ich das auch so. Meine Mutter war Österreicherin und insofern kann. Und gab es viel Mehlspeisen bei euch? Ja, gab schon Mehlspeisen. Ja. Kaiserschmarrn und so. Wunderbar.
Ja, Kaiserschmarrn habe ich auch schon von Bernhard gegessen. Ja. Aber nur einmal. Eigentlich ist es was, damit könnte ich jeden Tag aufstehen. Ja. Ich auch. Ja? Toll. Nee, also das war. Das kann Bernhard? Ja, Bernhard hat, wenn ich das richtig erinnere, hat Bernhard mal einen Gummio-Sonderpreis für den besten Kaiserschmarrn bekommen, richtig? Na, er war erwähnt in der Ausgabe, ich glaube 92 war das, 1992. Und das war eine Novität, weil der Gummio in Österreich stand halt für so ein merkwürdiges Verständnis von Spitzengastronomie. Ja. Ja. Sozusagen dieses Erbschen am Bündchen, das war ja sozusagen dann die Nouvelle Cuisine. War ja noch ein ganz großes Thema, das heißt, diese rustikale Art zu kochen, also dass jemand sozusagen mit dem Kaiserschmarrn explizit im Gummio benannt wird, das war tatsächlich eine Premiere für den Gummio. Oh, insofern bin ich da auch echt Tipp. Stolz drauf. Das danke für den Tipp dann, Bernhard, weißt du? Ich melde mich schon mal an. Ja. Du kannst dir jetzt gerne überlegen, ob du bald Kaiserschmarrn kochen willst oder eine Freundin verlieren, glaube ich. Aber also wichtig ist jetzt, dass wir das Wasser jetzt nicht kochen. Also wir lassen es jetzt einmal aufkochen, gehen danach aber mit der Temperatur zurück, weil die Chance, dass der Knödel zerfällt, wenn das jetzt richtig siedet, ist natürlich viel, viel höher. Ja? Mhm. Das heißt, wir schauen, dass wir das so auf 95 Grad dann in etwa halten. Man darf nicht vergessen, wenn wir die Knödel gleich reinmachen, dann wird das ja auch, dann geht die Temperatur wieder ein bisschen runter. Also ruhig jetzt kurz warten, bis es aufkocht und dann machen wir es rein. Mhm. So, ich stelle jetzt einfach so meine fertigen Sachen schon mal zum Vorwärmen in den Backofen einfach mit rein. Ah. Und die Parmesan-Chips dahin, die darf er nicht vergessen. Nee, du darfst nicht die Parmesan-Chips vergessen. Guck mal, ich kann euch die ja jetzt mal zeigen. Oh ja. Dann, ich setze sie mal ganz kurz da drauf, hol meine Palette. So. Oh. So sehen die dann jetzt aus. Oh. Ja? Und so werden die dann quasi einfach aufs Essen dann drauf, entweder reingeklemmt oder draufgelegt. Das kann man dann haben. Also eigentlich ein Parmesan-Papadamm. Genau. Also ich lege den auch gleich nochmal auf ein bisschen, weil es ist relativ viel Fett rausgekommen, ich lege den jetzt gleich nochmal ein bisschen auf Küchenkrepp, damit wir da nochmal ein bisschen uns das Gefühl geben, das jetzt noch gesünder zu machen. Genau, das, damit wir einen ganz so mageren, Lean Parmesan-Cracker. Mhm. Mhm. So Diät-Parmesan-Cracker. Richtig, ja. Richtig. Ne, so eine Parmesan-Cracker-Diät würde ich sofort mitmachen. Plus Kaiserschmarrn. Aber was mich bei Mario immer interessieren würde tatsächlich, ob es eine Rolle gibt, die sie wahnsinnig gerne mal spielen würde, also irgendwie ein Charakter. Ich habe von vielen Schauspielern schon gehört, sie würden wahnsinnig gerne mal einen Psychopathen oder eine Psychopathin spielen und so eine ganz böse Rolle mal spielen oder ob es da irgendwas gibt, was sie gerne da noch machen würde. Ja, oder die Festivalleiterin der Eat Berlin mal in so einem realistischen Porträt. Ja, da würde ich das Coaching machen, das fände ich cool. Gut. Eine Köchin, genau. Eine Spitzenköchin. Das ist echt schwer zu sagen. Also vielleicht, ich durfte schon mal morden. Das war, mir wurde gesagt, kalt oder heißblütig? Blonde morden nicht im deutschen Fernsehen. Also da, seit einiger Zeit schon. Also ich durfte dann auch, und das war der Trick daran. Die haben sozusagen gedacht, da kommt man dann nie drauf, dass die das war. So, weil ich natürlich schon, man hat ja immer so eine Schublade, in der man ist, und die patente, durchsetzungsstarke Frau, aber man würde jetzt nicht auf Mord würde nicht gucken. Nee. Insofern würde ich tatsächlich so eine Killerin, fände ich nicht schlecht. Was wäre mal mit so einer Actionheldin? Ja. Ja, genau, so richtig, so mit zwei Uzis im Anschlag. Das so. Fände ich richtig. Fände ich auch geil. Sowas mal zu machen, wo man dann eben nicht drauf kommt. Wer produziert sowas in Deutschland? Til Schweiger. Ich bin mal gespannt. Also, hallo, ich wollte mich Till bewerben. Genau. Na, weil ich finde es manchmal schade, wenn man sozusagen Fernseher einschaltet und schon weiß, okay, das ist der Bösewicht und das ist der Gute. Und das also wie immer eigentlich fast. So, was ein bisschen traurig ist. So. Ja. Bei mir würde man ja nicht unbedingt, außer man hat jetzt diese Sendung gesehen, aber gut, darauf kommen, natürlich, dass ich das, also sowas würde ich gerne. Ja, gut. Da würde ich dir auch zutrauen, ehrlich gesagt. Ja, ist gut. Wie meinst du das jetzt? Ja, also ich glaube, du bist eine gute Schauspielerin, die.
Nicht, dass ich sagen würde, das, dafür brauchst du gar nicht üben, aber. Ja, also das so, finde ich interessant. Ja. Es ist wie immer, wenn man darauf wartet, dass das Wasser kocht, dann dauert es halt ein bisschen. Ja. Man könnte natürlich noch einen alten Trick, den habe ich mal kürzlich in einem, ja, in einem. Wow, Buch du kennst okay. dich aus, hör mal. Okay. Das ist ja super. Also, wenn es jetzt noch eine Weile dauert, dann können wir vielleicht, weil erfahrungsgemäß, wenn serviert wird, sind natürlich einige noch dabei, die quasi mit uns gemeinsam essen wollen. Viele andere machen dann auch leise und essen dann für sich. Ja, die haben auch Familien und Freunde. Dann müssen wir also doch in Gebärdensprache. Nee, wir können einfach weiter quatschen. Aber okay. Ich wollte nur sagen, damit das dann auch wirklich jetzt alle noch mitbekommen, was du am Schillertheater machst, kannst du gerne noch erzählen. Ja. Weil die Leute fahren manchmal nach Hamburg, aber im Moment, wer weiß, ob man das macht. Genau, also direkt nach Hamburg sozusagen werde ich mit dem Probenbeginn hier in Berlin. So ist nicht wieder irgendein Lockdown, zweite Welle, was genau. auch immer. Wir gibt. Drücken die Daumen auf und jeden Und zwar Fall. Am Schillertheater. Ich habe ja in dem Stück gespielt, dass dort das Eröffnungsstück war sozusagen, als Kudamm Theater dorthin gewechselt hat. Und wir kommen bei den Hartmanns. Und jetzt bin ich bei der schönen Bescherung dabei. Mhm. Und da freue ich mich sehr, denn dieses Stück haben wir dort schon als Lesung gemacht, noch am Kudamm sozusagen, als szenische Lesung. Ja. Das ist ein Eckburn und ist eben ein großartiges Weihnachtsstück, weil der alltägliche oder der jährliche Weihnachtswahnsinn in allen Facetten in diesem Stück vorkommt, sehr amüsant und sehr witzig und es ganz, ganz viele tolle Rollen gibt. Ich glaube, es sind 9 Schauspieler oder 10. Super. Und eine von diesen durchgeknallten bin ich. Okay, und szenische Lesung heißt ihr? Nein, damals war es Ach so, und jetzt ist es richtig jetzt inszeniert. Jetzt wird es eine richtige Inszenierung. Cool. Volker Brabant wird das inszenieren und ja, da freue ich mich sehr drauf. Merkwürdigerweise hat der Regisseur und der Intendant, also Herr Wölfer, mir wieder die durchgeknallte gegeben, so wie im letzten Stück auch. Er meinte, es sollte mir zu denken geben. Ja, vielleicht hast du es auch einfach nur so gut gemacht das letzte Mal. Ich denke noch mal drüber nach. Du bist vielleicht ja auch für deine Actionrolle eine gute Vorbereitung, ja, oder? Ja, die dann genau, demnächst man kommt. Weiß es ja nicht, genau. Bernhard, hat der Deckel denn jetzt das erreicht, was du hast genascht? Ich sehe, dass du kaust. Ess uns nicht alles weg. Wirklich? Hat Nein, er aber nicht das von dem Chip, oder? Ich schmecke ab. Gegessen. Ich habe noch einen für euch beide zusammen. Einen? Das ist ja eine Unverschämtheit. Nee, wenn Nein, dann abschmeckt, dann richtig. Das ist, ja, genau. Das ist ein Riesenunterschied, ob man abschmeckt oder nascht. Das, richtig. Wenn du es machst, ist es immer abschmecken, richtig? Genau. Ja, genau. Natürlich. Auch unabhängig von der Menge. Ja. Weil es gibt auch Situationen, da muss man halt ein bisschen mehr abschmecken. Ich habe das ganze Chateaubriand abgeschmeckt. Genau. Jetzt es macht euch ein Brot. Ach so, die wärmst du jetzt nochmal. Genau, ich mache jetzt einfach bei 100 Grad in den Ofen rein. Und ich möchte das sagen danach. Auch, nee, bitte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir wirklich, auch wenn wir keine Ofenkamera haben, dass es bei uns nicht so ist, du machst irgendwas, stellst es in den Ofen und was anderes ist vorbereitet schon da drin. Ja, genau. Also das passiert bei uns wirklich in Echtzeit. Der Zauberofen, genau. Ja. Ich mache jetzt mal. Also, vor Bernhard habe ich ja mal bei dem berühmten Koch, der sozusagen die erste Kochshow ins Leben gerufen hat, gekocht. Und da musste man à la minute fertig Alfred werden. Biolek. Bei Alfred Biolek, genau. Da musste man wirklich, da stand dann jemand neben der Kamera und sagte noch 3 Minuten, noch 2, noch eine und Ende. Jetzt muss das Gericht fertig sein. Oh, Bernhard, das machen wir aber auch, wenn du dich nicht benimmst. Ja. Da steht dann David und guckt streng und sagt noch 1 Minute. Und der hat auch immer gern Wein dazwischen getrunken. Nicht nur dazwischen. Aber in größeren Mengen als ich. Ja, das stimmt. Aber da muss man echt sagen, was Biolek für den deutschen Wein gemacht hat, das kann man wirklich nicht, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Also das auch gerade für den deutschen Riesling. Er war ja wirklich mit dafür verantwortlich, dass der Riesling in Deutschland heute wieder auf Platz 1 steht. War ja lange Zeit der Müller-Thurgau, quasi wenn man so die produzierten Mengen angeschaut hat, war der Müller-Thurgau auf Platz 1 und mit unter anderem Alfred Biolek, aber vor allem auch bei Alfred Biolek hat der deutsche Riesling wieder so gewonnen.
Und nicht nur, weil er große Mengen dieser Produktion selbst verbraucht hat. Das sagen nur böse Zungen. Ja. Nee, das war auch wirklich toll, mit ihm zu kochen. Glaube ich. Das war mir eine Ehre. Und toll hat er auch immer, das fand ich, er hat ja auch immer, wenn er probiert hat, hat er auch immer gesagt, schmeckt toll. Ne? Ja, toll war so sein Wort. Und ich weiß, einmal, das fand ich legendär, ich habe es wirklich gern geguckt, einmal ist irgendeine Ente dann doch zu sehr unterm Grill gewesen. Bisschen angebrannt, aber toll. Das fand ich super. Sehr optimistisch. Oh, so. Jetzt wird hier mit nassen Händen, oder? Ja, Bernhard, zeig deine Knödeltechnik. Genau, es ist tatsächlich, er klebt ein bisschen. Der Alternativteig klebt ein bisschen. Ich muss jetzt aber natürlich mit dem Alternativteig anfangen, weil ich kann ja dann sozusagen unsere normalen, kann ich ja dann mit dem Wasser kochen, aber umgekehrt wäre es jetzt ungünstig. Mhm. Deshalb lege ich es jetzt noch mal ein bisschen trocken. Ja, das ist bestimmt anders. Das, da muss man sich auch erst ein bisschen rantasten. Ja, ja, genau. Und übrigens, Bernhard, ich glaube, wir sind ein bisschen committed, auch wenn der Teig ähnlich sind. Barbara schreibt, ich freue mich auf Marillenknödel, erinnert mich an die Marillenknödel meiner Tante in Wien vor 50 Jahren. Oh. Aha, ja, dann ist das doch eine zusätzliche Motivation. Glaube ich auch. Wobei ich denke, genau, in 50 Jahren hat die Erinnerung daraus Marillenknödel gemacht, die man so wahrscheinlich nicht rekreieren kann. Aber das kann die genau die Realität dann oft nicht mehr einhalten, das stimmt. Aber ich kann nur sagen, mein Mann, als der von mir Marillenknödel gemacht bekam, hat ein Freund gesagt, dann ist es was Ernstes. Oh, das ist also, schön. Und stimmte ja auch. Stimmte dann auch. Ich habe aber in meiner Jugend, also dann sozusagen, ich hatte öfter die Erfahrung gemacht, dass es oft Frauen gab, die sich nicht für mich interessiert haben, hat sich ein bisschen durch mein Leben gezogen, bis ich dann Kaiserschmarrn gemacht habe. Also ich hatte tatsächlich 2, 3 Freundinnen, die nur meine Freundinnen waren, weil ich für die Kaiserschmarrn gemacht habe. Das war, das hat das sozusagen irgendwas ersetzt. Du, ehrlich gesagt, das ist doch wenigstens eine verlässliche Methode, dann Frauen rumzukriegen, oder? Das würden sich viele wünschen. Beklag mich auch nicht drüber. Es wäre schlimm, wenn ich nicht Kaiserschmarrn. Also stell dir, wie trostlos meine Jugend gewesen wäre, wenn ich das nicht könnte. Wie es heißt, Liebe geht durch den Magen. Ja, so und stell dir vor, es wäre, weil du so sportlich bist, irgendwann bist du es nicht mehr. Oder weil du so jung bist, irgendwann bist du es nicht mehr. Kochen geht immer. Kochen geht immer, genau. Die perfekte Beziehung ist einfach, wenn einer kochen kann und der andere immer Hunger hat. Das stimmt. Ich habe beides. Ich kann kochen und habe immer Hunger. Aber nur gut. Dann ist das doch, würde ich sagen, ein, wie heißt das, ein sich selbst erhaltendes System, oder? So, ja. So kann man das sagen. Genau. Also ich mag ihn sehr, der Regisseur Robert Rodriguez hat ja auch auf so Special Edition DVDs und Blu-rays, hat er hinterher immer ein Rezept, was er kocht. Also so richtig auch mit Kamera von der Schulter. Ja, ist total gut. Schön. Und der hat zum Beispiel ein Rezept, wie man selber Tortillas macht und es fängt dann so an, er sagt, ihr kennt ja diese Packung mit 10 fertigen Tortillas, die man kauft, die nehmen wir, machen sie auf und schmeißen alles in den Mülleimer, weil so eine Tortillas braucht man nicht. Und dann macht er die, wie seine Oma das macht und so. Und der sagt am Ende dieser Kochschule immer, not knowing how to cook is not knowing how to F-U-C-K und sehe euch das nächste Mal. Und das finde ich ist gut. Er sagt halt, das ist was, das gehört einfach zum Leben dazu. Ja, also wenn du nicht gar nicht kochen kannst, brauchst du gar nicht erst anfangen. Das finde ich eine tolle Einstellung. Ja, ich finde auch wirklich, das ist ein solches Glücksgefühl, ein gutes Essen ist was Wunderbares. Also mit Fast Food, na klar esse ich auch gerne mal einen super Hamburger oder so, ja also einen vegetarischen natürlich. Ja. Aber und wenn der gut gemacht ist, kann das großartig sein. Also es muss nicht immer die feinste Küche der Übrigens, Welt gleich sein. Brauchst du deinen Ohrstöpsel nicht mehr. Also wenn Bernhard hier ist, spätestens dann bist du erlöst. Genau. Aber, aber es ist halt so, dass ich gutes Essen ist einfach, das nährt meinen Körper und meinen Geist und das ist was Wunderbares und gemeinsam essen ist doch auch was Schönes. Ja, ich könnte es auch den ganzen Tag tun, dürfte ich dann allerdings nicht, aber hast du denn nie, sagen wir mal so, dass du denkst, oh, jetzt muss ich für die Rolle doch nochmal 5 Kilo abnehmen, weil ich jetzt so viel gegessen habe? Leider ist es so, dass bei Frauen es immer darüber geredet wird, ob sie abnehmen sollen. Also Kleidergröße 32, 34. Nee, sowas meinte ich nicht. Aber wenn ich Gas geben würde, wäre ich 20 Kilo schwerer, ja? Na gut, also ich will ja auch beweglich bleiben und so. Auch da ist es wieder so, wirklich bei manchen Filmen ist es so, ach, Sie haben aber abgenommen. Ich sage, ist das das Einzige, was Ihnen eingefallen ist zu diesem Film? Da muss sie ja ziemlich schlecht gewesen sein. Also, ja, das Im Fernsehen sieht man
man sowieso immer viel dicker aus, ja. Und Gott sei Dank bin ich jetzt aus diesem Alter raus, dass ich nicht mehr 20 sein muss und the love interest, wobei man in meinem Alter auch the love interest sein kann. Übrigens auch ja. etwas, was Frauen in meinem Alter meistens nicht sein dürfen. Aber ich finde überhaupt... Und dann brennt Demi Moore mit Ashton Kutcher durch, ne? Ja, ja, genau. Genau. Aber dieses nur dünn, das finde ich ehrlich gesagt, war ich auch nie. Ich bin zufrieden. Aber so du gehst auch nicht auf wie ein Hefekloß, wenn du dich mal gehen lässt. So wie ich zum Beispiel. Deswegen war ich also, ja klar. So. Und ich habe eine Zeit lang im RBB Fernsehen die tolle Sendung Kowalski und Schmidt gemacht. Und damals, sehr lange war meine Chefin Petra Liedschreiber eine tolle Chefin. Aber in den Zeiten, wo ich dann eben doch aufgegangen war, dann bei Redaktionsbesprechungen gab es dann immer so kleine Schalen mit Studentenfutter und so, die hat sie dann immer ein bisschen von mir weggeschoben. Oh, das war nicht, ist aber auch nett. Mit Recht auch. Genau. Ja. Nee, also ich musste da doll aufpassen. Ja. Und insofern, also man, in der Tat war nicht das Feedback, du hast aber abgenommen oder so, aber da wird dann auch bei Männern so ein bisschen aufs Gewicht geachtet, weil also ich fand ehrlich gesagt nicht, dass ich im Fernsehen dicker aussah, aber wenn ich dick war, sah ich eben auch so aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man schlanker aussieht unbedingt. Ne? Nee. Genau. Aber es außer ist ja natürlich umgekehrt. Bernhard. Es war ja, ja gut, neben mir siehst du tatsächlich extrem schlank aus. Aber es ist ja auch in Hollywood, gibt es ja ganz viele Geschichten, wo dann männliche Darsteller sozusagen, die so einen Körper hatten und dann irgendwie irgendwelche Gladiatoren gespielt haben und im nächsten Film dann irgendwie 50, 60 Kilo mehr haben mussten und die sich da wirklich ihre Gesundheit auch komplett ruiniert haben. Ja, genau. Also ich wollte sagen, dass du im Fernsehen immer viel schlanker aussiehst, als du denkst, dass du aussiehst. Ach so, ich dachte, also im Echt. Ja, nee. Oh. Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, wie viele Knödel da reinkamen. Fünf. Wir haben jetzt auch fünf nicht, aber wir lassen dich erstmal satt werden. Genau, wir haben jetzt fünf von den Alternativknödeln. Möchtest du alle fünf? Dann gleich, wenn deine dann fertig sind, mache ich dir. So, tatsächlich halten sie auch. Toll. Das ist schon mal, ja, das aber freut darf, mich schon mal sehr. Das darf halt nicht kochen, genau. Das mit Semmelknödel habe ich das manchmal gehabt, wenn die dann, ja, das, da geht's die, ja schnell. Die Stücke hatte ich dann nicht richtig, also zu große Stücke und habe nicht lang genug gewartet. Und dann, habe ich das zusammen und dann fielen die so im Wasser auseinander. Mhm. Ja, aber auch wenn dann diese Brotstücke dann so am Außenrand sind und so wapsig werden und sich so mit Wasser vollsaugen, das ist nicht schön. Ist das ein Terminus technicus, wapsig? Babsig, ja, Babsig. Das ist, ich weiß nicht. Babsig. Babsig. Babsig mit Wilhelm vorne. Babsig. Babsig mit W. Nee, Babsig genau. Doch, ja. Ja, genau. Wie? Kanntest du auch Babsig. Nicht, ne? Nee, mit W kenne ich es nicht. Ist das was Österreichisches, ja? Aber ich finde, man hört das Wort und weiß, was gemeint ist. Ja. Anders als zum Beispiel schön nudelig schneiden. Das habe ich nicht verstanden, genau, auch wenn es schön klingt. Genau. Aber schön nudelig Ja, das habe ich bis heute nicht richtig begriffen. Okay. Also nudelig schneiden ungefähr in so Größe von Nudeln. So habe ich das. Ah, ja. Okay. Na ja, Frittaten werden nudelig geschnitten. Also das ist eben sozusagen dieses. Das ja, ist klar. Ja, genau. Es kommt jetzt der Untertitel, ne, was das ist. Richtig, ja, ja, genau. Okay. Wir machen einen zweiten Kanal auf. Österreichisch für Deutsche. Ja. Nee, Bernhard postet manchmal so alte 50er Jahre Kochvideos vom ORF. Und da kann man dann diese wunderbaren Worte hören. Ja, das ist dann Deziliter. Ich habe so ein österreichisches, wo dann Deziliter sind und so. Die meisten Deutschen wissen überhaupt nicht, was das ist. Ja, auch Dekagramm irgendwie, wenn man dann irgendwie sich... Dekagramm, ja, genau. Meine Mutter hat das auch so aufgeschrieben, ja. In Dekagramm? Ja, Dekagramm sind 10 Gramm dann wahrscheinlich, eins, oder? Genau, nehmen Sie 10 Dekagramm, sind 100 Gramm. Ja. Und wie viele Inches sind das dann? Er schaut da so skeptisch rein. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, nee, es hat was Buddhistisches. Es ist, ich behüte die jetzt wie meine Kinder, weil ich wirklich großen Respekt vor Knödeln habe, ohne Gluten. Also deshalb, ich habe euch im Auge. Also Respekt vor Knödeln. Respekt vor Knödeln wäre auch so ein Buch in der Lebenshilfeabteilung, oder? Von Hugendubel oder so. Genau. Ja, das ist ein guter Titel. Ja. Ich habe ja zwei Kochbücher geschrieben. Ich weiß. Und zwar aus Notwehr, weil ich immer, wenn ich nicht da war, angerufen wurde. Und wie, hast du für deine Familie geschrieben? Weil ich mit meinen Kindern telefoniert habe und Kinder lieben ja Nudeln. Ja. Und wenn ich dann gesagt habe, na, was hat der Papi denn gemacht? Schon wieder Nudeln.
Und dann hat mein Mann gesagt, ja, aber ich weiß ja auch nicht, wie die ganzen Sachen so gehen. Und dann habe ich sie halt wirklich aufgeschrieben, ja. Und steht es denn auch als Widmung vorne drin für meinen Mann? Und nee, ich habe und damit mein Mann noch mehr Rezepte hat? Ja, aber ich habe das erste Buch meiner Mutter gewidmet, denn die hat mir die Liebe zum Kochen und das Kochen können beigebracht. Und das zweite Buch tatsächlich meinem Vater, weil dort auch lauter Geschichten drin sind. Siehst du, ich verliere dieses Ding immer. Ist nicht Bernhard Vorbild. Spricht gerade nicht, alles ja, gut. Genau. Und ist nicht für meine Ohrform gemacht. Und da habe ich eben Geschichten niedergeschrieben, wenn ich versucht habe, auf der ganzen Welt vegetarisch zu bestellen, was ich da so erlebt habe. Und ja, was war das Schlimmste? Ja, dass man mir Huhn untergeschoben hat, weil das gilt in bestimmten Ländern nicht als Tier. It's veggie. Oh, ja? Es wird die Hühner freuen, das zu hören. Genau, oder eben diese wunderbare Geschichte von Herrn Böhm, Talk im Turm, wie lange müssen Sie das noch machen? Ja. Also da waren schon ein paar sehr lustige Geschichten dabei. Wahnsinn. Also Huhn gilt da eigentlich als Tier, das ist aber interessant. Dann könnte ich ganz leicht Vegetarier werden. Wie gemein. Ich esse halt gern Huhn. Ich habe es dann natürlich gegessen. Wirklich? Naja, weil es ist extra für mich geschlachtet worden und das kann war für die Familie, das war eine Ehrerbietung mir gegenüber. Also geerntet würde man dort dann, sagen. Ja, genau. Und da konnte ich natürlich dann nicht sagen, das esse ich nicht. Klar. Also. Und hat dein Mann jemals nach deinen Rezepten in den Büchern gekocht? Das ist ja auch. Hat er gemacht? Ja. Und meine Kinder auch. Okay, sehr gut. Tatsächlich. Und das mochten die dann auch? Ja, die essen gerne und auch essen auch gerne das, was ich mache. Kochen denn deine Kinder jetzt auch selber total gern? Also auch ohne Rezept? Also der Große wohnt ja inzwischen allein als Student und der kann inzwischen ganz gut kochen. Und der Kleine, der ist jetzt gerade dabei, also Kleine, der ist 17, der ist jetzt auch dabei, weil er ja dann bald auch Student wird und dann das natürlich können muss. Super. Und was sind so, können die auch was kochen, wo du richtig beeindruckt bist, wo du sagst, das kann ich nicht mal? Das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Naja, aber, wir können die ja auch ein bisschen motivieren hier, ist ja nicht. Aber zum Beispiel, mein jüngerer Sohn hat vor kurzem eine hervorragende Nudelsoße gemacht und eine wirklich gute, also Bolognese, aber eine vegetarische, das muss man schon kennen. Ja, das ist cool, das stimmt. Ja? Das ist sehr, 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 sehr gut. Kochte auch den ganzen Tag ein und so, also es war schon sehr gut. Und es klingt ja so, also wenn die bei Papa immer gemeckert haben, aber bei dir gerne gegessen, als ob die deine Kochkünste zu schätzen wissen. Ja. Können die dann auch deine Schauspielkünste schätzen? Weil das ist ja oft sehr schwer für Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihren eigenen Kindern. Also ich glaube, wenn ich so eine Rolle spielen würde, wie die, über die wir gerade gesprochen haben, dann ja. Sie gehen immer ins Theater, wenn ich Theater spiele. Ach, das machen sie. Das finden sie super, ja. Und Filme gucken sie jetzt nicht so viel, aber Schlaf haben sie natürlich angeguckt und den fanden sie auch super. Ah, super, cool. Ja. Und wenn die dann nach so einer Vorstellung, wenn sie im Theater waren, nach Hause kommen, sind die dann immer nett und sagen, war alles toll? Oder sagen die dann auch manchmal, sag mal, was war denn da? Hattest du da deinen Text vergessen? Oder wie gehen die da mit dir um? Nee, das haben sie, also wenn, haben sie es nicht gemerkt, dass ich es vergessen habe. Aber nee, die haben dann schon Kritik und so, ob ihnen das Stück gefallen hat oder konnten wir nicht so viel mit anfangen oder so. Aber im Großen und Ganzen und sie sind auch immer, sie motivieren mich immer. Also so, das schaffst ist du toll, wenn man vorher nervös ist. Ja. Und ja, von der Premiere denkt man ja immer, ich noch nie, warum mache ich das? Ich kann ich gar nichts, warum haben sie mich gefragt? Ja, genau. Und da beruhigen sie mich dann. Aber das hast du immer, ja? Es gibt nichts, wo du sagst, ach, easy mache ich das. Oder? Nein, das vor der Premiere ist das immer so. Ja. Ja, doch. Bernhard? Ja. Bist du glücklich? War Meditation. Ja, geht es dir gut? Brauchst du Hilfe? Ich guck nur sozusagen wieder auf meine Schäfchen und habe gerade überlegt, ich bin das Anrichten schon im Kopf durchgegangen. Das ist gerade. Ja, gut. Sind das die neuen Schäfchen? Sind das die neuen Schäfchen, also die Ja, das sind jetzt die, genau, das sind jetzt die klassischen Knödel. Ja. Und genau. Und die nicht klassischen sind jetzt auch im, also die glutenfreien sind jetzt im Ofen. Also alles, was wir warm stellen sollen, ist jetzt einfach im Ofen. Ja? Sehr gut. Und ich bereite jetzt die Fläche dann gleich vor zum an.
Ich bin beruhigt. Ich habe aus den Augenwinkeln gerade gesehen, dass Bernhard so guckte wie Opa, wenn er draußen steht und nicht mehr weiß, warum er rausgegangen ist. Und da dachte ich ganz kurz, er hat vielleicht was vergessen und wir müssen ihm helfen. Aber, und sag mal, und deine Kinder haben aber bis jetzt zumindest nicht gesagt, sie wollen auch Schauspieler werden? Nee. Nee. Und ist das schön entspannt für dich, weil du denen nicht sagen musst, lasst es oder? Ja, ich glaube, die haben auch mitgekriegt, wie die Branche ist, weil man sieht ja draußen, sieht man ja immer so den Glamour. Also ich will damit nicht sagen, ich liebe ja meinen Beruf. Ich finde ihn großartig. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Aber empfehlen kann ich ihn trotzdem niemandem. Weil nicht alle so gut sind und so viel Händchen und Glück und alles zusammen haben, was dann auch sein muss, damit man damit gut klarkommt? Also man muss für diesen Beruf brennen und es sind einfach ganz viele Dinge, die natürlich die Menschen draußen gar nicht so mitkriegen. Ja? Wir sind immer freiberuflich, man ist nie, man weiß nie, was man verdient, ob man verdient oder nicht und man ist nie oben angekommen, denn auch wenn man oben angekommen ist, kann es im nächsten Jahr ganz anders aussehen. Mhm. Also das ist, und damit auch eine Familie immer zu haben und damit umzugehen oder Zeiten. Ich war bei vielen dramatischen Momenten in meinem Leben, ob jetzt beim Tod meiner Eltern und so, musste ich arbeiten. Mhm. Und das sind alles Dinge, die sind, da muss man schon starke Nerven haben. Mhm. Aber musstest du auch, weil einer gesagt hat, du musst, sondern weil das für dich aber ganz klar war, ich kann die nicht hängen lassen, ne? Oder? Ja, das ging, man war auf der anderen Seite der Welt und das sind dann so Dinge, die halt in diesem Job, oder wenn es einem schlecht geht, man kann nicht sagen, mir geht's jetzt nicht gut, ich komme heute Abend nicht zur Vorstellung, weil dann verdiene ich kein Geld, dann verdienen meine Kollegen kein Geld und das Publikum sitzt da und sieht keine Vorstellung. Mhm. Das kann man nicht machen. Man geht immer auf die Bühne und wenn man den Kopf unterm Arm trägt. Also mich hört man ja meistens nur im Radio, das ist glaube ich ein Vorteil, aber ich habe auch schon extrem düstere Zeiten gehabt, aber wenn das Mikro auf war, hat es keiner gehört. Ja, bei dir wahrscheinlich auch so. Natürlich, ne? Du bist ja auch in so einem Job. Das gehört eben dazu, ja, dass man funktioniert. Und hast du dich manchmal darüber gewundert, wie das sein kann? Also, dass es dir so schlecht geht, aber sozusagen, wenn du dann eben... Wenn man draußen ist, ist es irgendwie... ich weiß, ich habe vor einer Kochshow mal, da hatte ich mich, also ich will es jetzt gar nicht alles sagen. Verstehe. Und dann musste ich da anreisen und dann dachte ich, um Gottes Willen, wie geht das? Also, ich kann Essen gar nicht reden. Und dann war ich in der Kochshow und alles war toll und ich dachte danach... Boah, ist ja alles weg. Und es dauerte ungefähr 15 Minuten und mir ging es wieder so schlecht wie vorher. Als der Adrenalinspiegel runter war, dann war's. Aber währenddessen nicht. Das ist das Adrenalin, was dann hilft. Also Bernhard hat in den letzten Kochsendungen auch, glaube ich, eine war mit frisch gebrochener Rippe. Und die nächste war nach einer Zahn-OP mit einem entzündeten Kiefer. Oh Gott. Aber du hast auch, solange die Kamera an war, ging es ihm super. Und wir haben gedacht, okay, alles klar, ne? Die Schmerzmittel machen alles weg und so, aber es war das Adrenalin. Und du hinterher kann man auch richtig sehen, fielst du zusammen wie ein Soufflé, was man zu früh rausnimmt. Ja, tatsächlich. Und ich musste auch nach der letzten Sendung, ich konnte nicht mal mehr meine Sachen zusammenpacken. Ich musste sagen, Leute, tut mir leid, ich muss nach Hause fahren. Ja. Es war nicht, weil ich keine Lust ehrlich hatte, gesagt, zu aufräumen. Du standst ja da und hast versucht zusammenzupacken, aber das ist halt wie nach einer frischen OP. Da haben wir gesagt, das ist nicht gut, wenn du das jetzt machst. Ne? Ja, das sind halt dann die Kehrseite der goldenen Medaille. Ne? Das gehört halt dann auch dazu. Ja, aber ich glaube, also ich zumindest, ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber man hat dann schon auch ein bisschen auch eine perverse Freude, wenn man das dann trotzdem auch geschafft hat, oder? Ja, natürlich. Na? Klar, dass man es hingekriegt hat. Ich habe auch schon eine ganze Vorstellung mit gebrochener Rippe gespielt. Aha. Und dann mussten wir natürlich vorher genau üben, okay, die Bewegung kann ich nicht machen und dich hochheben kann ich auch nicht. Das war noch vor Corona, so, mit Anfassen. Das war noch mit Anfassen, genau. Wahnsinn. Warst du manchmal, weil du hast ja gerade gesagt, dass man auch Freiberufler ist, nie weiß, wie viel man verdient. Und das ist ja wirklich so, Leute gewinnen Oscar und kriegen dann keine Angebote, weil alle denken, der kriegt ja nur Angebote, den brauche ich nicht anrufen und so. Warst du froh, dass dein Mann was ganz anderes macht? Ja, ich meine, gut, der ist auch freiberuflich, also insofern ist es auch schwierig, aber es ist ja auch so, es gibt ja so viele Wiederholungen, dass die Leute immer denken, ja, Mann, die ist ja dauernd, der ist ja dauernd zu sehen oder so. Nee, das sind dann Wiederholungen und früher hat man dafür Geld bekommen, heute bekommt man kein Geld mehr dafür. Und das heißt, weil die Verträge heute anders sind, oder? Ja, genau. Mhm. Kriegt man dafür dann beim ersten Mal heute mehr Geld oder auch nicht? Weniger auch noch, oh Gott. Also die Zeiten sind nicht besser geworden, willst du sagen. Ja, anders. Und
Bernhard hat ja, das fand ich ganz interessant, Bernhard hat dich nach so deiner Traumrolle gefragt. Ja. Ne? Ich fände ganz spannend, wir haben vorhin drüber gesprochen, welche Rollen Frauen manchmal nicht spielen können, weil sie zum Beispiel nicht mehr so jung sind, dass sie irgendwie die jugendliche Geliebte und so. Aber manchmal kriegt man auch Rollen erst ab einem gewissen Alter. Gibt es da was, wo du sagst, da wachse ich noch rein? Ja, natürlich. Also zum Beispiel das in Hamburg, was ich jetzt spiele, da bin ich eigentlich viel zu jung okay, für die Rolle. Weil du spielst? Ich hab dem Regisseur gesagt, bevor wir anfangen zu reden, als erstes musst du sagen, ich bin viel zu jung für diese Rolle. Und dann hat er gesagt, ja genau, aber ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Stück 10 Jahre spielen und dann bist du im richtigen Alter. So, und da habe ich gesagt, gut, wir können jetzt anfangen zu sprechen. Mhm. So, aber diese Rolle ist einfach eine ganz tolle Rolle und deswegen habe ich die angenommen, auch wenn ich jetzt vom Alter her tatsächlich zu jung bin. Das kann man aber auch so ein bisschen hindrehen, dass das funktioniert. Und das ist dann auch ein weiterer Schritt und das ist ja auch schön. Es gibt ja Menschen, die, also wie man so sagt, die werden 8 und dann nur noch größer. Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch. Aber es ist sowohl von den Rollen her, als auch bei den Menschen, ist es ja manchmal so, dass die Leute sich nicht weiterentwickeln. Ja. Und wenn man als Schauspielerin weiter sozusagen Step by Step weitergeht und ich jetzt quasi in so eine Richtung komme, dass eben Menschen oder Frauen dargestellt werden, die einen großen Teil ihres Lebens schon hinter sich haben und Kinder großgezogen haben und die jetzt aus dem Haus sind, dann ist das auch wieder ein neuer Abschnitt. Und das ist interessant zu spielen. Ja, naja, und wenn, sagen wir mal so, selbst wenn es ein bisschen länger dauert, vielleicht, du hast ja bestimmt Red gesehen, oder? Mit Helen Mirren, ist auch so ein Action-Movie und die ist ja nun deutlich älter als du. Ja. Also vielleicht musst du ja auch noch 10, 20 Jahre warten, bis solche Angebote kommen. Ja, aber, ja, wenn sie dann kommen, okay. Aber möglicherweise ändert sich dann ja auch der deutsche Markt da noch ein bisschen. Ja. Bernhard, ich will nichts sagen, aber wenn gleich zwei Mägen im Dreivierteltakt hier knurren unisono, dann sind es unsere. Guck, ja, ja, ich richte an. Du siehst, ich richte an. Okay, dann sag doch nochmal, wie macht man es denn, wenn man richtig professionell à la Moser anrichtet jetzt? Wahnsinn. So, du wolltest ja gemischten Knödel haben, also eine Knödelmischung sozusagen. Ja, gerne. Mm. Mixed Knödel heißt es beim Imbiss. The mixed one. Genau. Übrigens, aber mehr als einen kriegt er nicht von meinen. Nee. also Jan Hennig übrigens, der schreibt, er ist schon satt. Er ist schon satt. Das finde ich super, aber jetzt schuldest du uns bitte, ich hoffe, du hast auch ein Foto gemacht von deinem Gericht und das würden wir total gerne sehen. Nein, das Rezept gibt es nicht schriftlich, soweit ich weiß, aber man kann sich dieses Video immer und immer wieder angucken und zur Not kann man sich die Schritte auch dann abschreiben. Mhm. Ach so, jetzt kommen da die Brösel drauf. Ah. Oh mein Gott. Das sieht so gut aus. Ja. Und was passiert jetzt noch mit den Pilzen? Die lege ich dann auch noch mal oben drauf. Ach, oben drauf kommen die. Genau, das ist sozusagen. So, dann werde ich schon mal ein bisschen so umbauen, dass der Bernhard gleich hier auch bei uns sitzen kann. So. Und dann wirst du auch gleich Bernhards und meine tolle Choreografie sehen, die wir unter den Titel Mindestabstand. Oh, da bin ich gespannt. Du darfst bei mir auch noch einen nachschenken. Sofort. Auch wenn es nicht so aussieht. Nee, einfach immer melden. Genau. Vielen Dank. Wasser gibt's auch noch. Und ich komme auch gerne nachher noch mal mit der Flasche. So ist es nicht. So. Oh, jetzt kommt der Parmesan-Chip. Oh, super. Oh. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er mit den Pilzen macht, aber das sehe ich ja gleich. Ich glaube, er hat sie wirklich nur dazugelegt. Ja. Genau. Also was heißt nur? So, bitte. Sehr gut. Was heißt das? Jetzt komme ich auch rüber? Nee. Du bleibst da ganz entspannt sitzen. Hier genau. Wow, ich werde bedient. Ein Traum. Darf ich schon? Ja, bitte. Sehr gut. Es ist ein bisschen selbsterklärend, was für wen ist. Ja, das stimmt. Du nimmst deinen dann gleich selbst mit? Ich nehme meinen selber mit, genau. Sehr gut. So, liebe Maria, und jetzt kannst du in der Tat auch den Ohrstöpsel ganz rausnehmen. Oh ja. Und irgendwo neben dich legen und nachher versorgen wir den dann wieder. So. Oh, sieht das toll aus. Wunderbar. So, siehst du, jetzt ist der Weg frei für Bernhard. Ja.
So. Ach, ich hätte mein Glas gar nicht mitnehmen müssen. Ah. Toll. Das sieht großartig aus. Dankeschön. Super. Und es duftet auch großartig. Ah, ich freue mich. Mensch, Bernhard, und seit langer Zeit das erste Mal sitzt du wieder hier ohne Schmerzen. Ja, total. Also das finde ich ganz toll. Ich freue mich sehr drüber. Auf den Koch. Zum Wohl. Auf den Koch. Prost. Sehr schöner Wein. Wunderbar. Und auch alle, die zu Hause mitgekocht haben und jetzt sich von uns verabschieden. Schon mal vielen Dank. Wir haben noch keinen festen Termin, aber wir werden auf jeden Fall auch in der Sommerpause eine Sendung im August machen. Genau, wir freuen uns auch über alle, die noch mit uns sozusagen am virtuellen Tisch sitzen bleiben. Boah, das sieht ja toll aus. Mm. Kochst du eigentlich immer so auch nach Optik, Bernhard, oder ist das schon speziell auch für uns jetzt? Na, zu Hause jetzt für meine Kinder nicht. Also da wird Essen draufgelegt. Mhm. Aber wenn man für Gäste kocht oder so, dann natürlich schon. Wunderbar. Und die Brösel haben so einen tollen orangen Ton. Woher kommt denn das? Weil es Mais ist. Der Parmesan, der dann in dem Knödel so zieht, ne? Mhm. Sehr schön. Super. Toll. Und jetzt der Chip. Super. Oh, ich weiß schon, was ich die nächsten Wochen jeden Tag mache, weil meine Familie, wir sind solche Parmesan-Freaks. Bei uns auch. Ja? Mein großer Sohn hat zum Geburtstag von seinen Freunden, zum 18. Geburtstag, einen ganzen riesigen ganzen? Parmesan bekommen, weil er das so liebt. Und die haben mich vorher gefragt, ob wir im Kühlschrank dafür Platz haben. Und? Habt ihr noch einen Kühlschrank gekauft? Ja, wir hatten einen zweiten. Wahnsinn. Ja, wir haben mal, ich weiß gar nicht, wie schwer das war, aber wir sind auf so einem Weihnachtsmarkt an einem Stand vorbei, der wirklich super guten Parmesan hatte. Haben das alle probiert. Und dann haben wir so ein Riesenstück gekauft. Mhm. Und dann sagte der Mann hinter dem Tresen, aber das hält auch bei Ihnen 3 Monate oder so. Und nach einem Monat war alles weg. Mhm. Weil es einfach so, je leckerer, umso mehr isst man das dann natürlich. Oh, ich habe lecker gesagt. Nicht hauen. Delikat, wollte ich sagen. Darfst du das nicht? Genau. Nee, lecker mag Bernhard nicht so als Wort. Aber es ist schon ein Running Gag bei uns. Ne? Genau. So schlimm ist nicht mehr, genau. Aber es ist tatsächlich so, dass man Parmesan auch in größeren Mengen einkaufen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Man sollte es dann nur ein bisschen portionieren und dann am besten vakuumieren. Ja, weil dann kann man das auch locker mal ein Jahr noch irgendwie aufheben. Sobald das vakuumiert ist, ist das wahnsinnig lang wieder haltbar. Ja, aber wer hat denn so ein Gerät? Also ich nicht. Gibt's, aber das würde ich wirklich jedem empfehlen, weil sozusagen gerade wenn man keine Lebensmittel wegschmeißen möchte, dann ist so ein Vakuumierer eigentlich schon ein ganz gutes Gerät. Also ich kann auch gerade beim Vorkochen, kann vakuumieren, kann dann vakuumieren und dann einfrieren. Dann ist gerade bei Pilzen zum Beispiel, die ja sehr schwer einzufrieren sind, aber wenn ich die sozusagen vakuumiere und einfriere, Steinpilze, dann ist das fast wie frisch. Und die sind, ich glaube, auch nicht so wahnsinnig teuer, oder? 80 Euro. Das ist so ein kleines Haushaltsgerät. Ja. Ich finde ja Pilze irre. Ich habe vor kurzem zum ersten Mal, also letztes Jahr genau gesagt, eine krause Glucke gegessen. Ich habe erst gedacht, wenn du das noch einmal zu mir sagst, dann... Nein, es war unglaublich. Und wie das aussah, dass man den auch waschen muss. Also Pilze soll man ja normalerweise nicht mit Wasser. Ich weiß, ich hatte mal eine Kochshow auf eine große Veggie-Veranstaltung. Da waren 500 Gäste da. Und da hatte die das mir zuarbeiten sollte, hatte die ganzen Austernpilze in Wasser gelegt. Oh. Ja, Auweia. Das war. Und ich sage noch so, meine Damen und Herren, was Sie nicht machen dürfen, ist, und ich fasse die so an und denke mir, oh Mann. Genau. Was kann man da machen? Theoretisch nur an eine Schnur hängen und trocknen noch einen Tag, oder? Ausbraten. Ja, aber es ist schwierig. Also übrigens, ich finde die glutenfreie Knödelvariante, die hat nicht ganz den Biss, aber die hat einen tollen Geschmack. Ja. Ist super geworden. Hast du es auch probiert? Ich habe drin probiert, ja. Du, was meinst du, warum der so geduldig gekocht hat? Er schon viel geduldig gegessen. Genau. Wunderbar. Nee, aber also, das ist sehr gut, also wirklich sehr gut. Dankeschön. Also ich bin tatsächlich total begeistert von diesem Mais,
Paniermehl. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall, auch weil es auch sehr farblich, sehr schön auf diesem schwarzen Teller. Das sieht viel schöner aus als das jetzt mit dem normalen Paniermehl. Mhm. Und die Pilze, du merkst, die haben einen unglaublichen Biss. Ja, die sind klasse. Die sind auch ganz toll. Wenn man sie nicht vorher eine Stunde in Wasser einlegt. Ja. Wir haben das früher, wir haben uns als Kinder das Taschengeld verdient, indem wir Pilze sammeln gegangen sind. Und es gab nur Eierschwammerl, also die Pfifferlinge und Steinpilze. Das war das Einzige, was uns abgekauft wurde. Und wir haben aber dann tatsächlich die immer auch gewaschen als Kinder. Mhm. Aus dem einzigen Grund, weil wir per Kilo bezahlt wurden. Ja, und ein gewaschener Pilz natürlich etwas mehr wiegt als ein trockener Pilz. Klar. Okay. Und zwar so wie man heute auch Wurst macht, indem man Wasser verkauft. Ich habe gehört, dass selbst bei Speiseeis, dass so und so viel Gehalt darf Wasser sein. Und dann habe ich gehört, wird so manchmal in irgendeiner Phase der Produktion noch mit so einem Sprühnebel extra Wasser eingebracht, damit eben man weniger Sahne und so. Das fand ich auch ganz schön hart. Mhm. Ja, ja. Das ist gerade bei Industrieeis. Das wird ja immer in Liter verkauft. Mhm. Einfach, weil da so viel Luft reingearbeitet wird. Luft auch noch? Luft, ja. Weil es noch günstiger ist als Wasser, ja? Genau. Unglaublich. Und es wirkt dann erstmal total cremig auf der Zunge. Mhm. Aber man merkt dann plötzlich, wenn dieser Liter mal zufällig schmilzt, dann ist das vielleicht ein Drittel Liter letztendlich an Flüssigkeit, die einem da verkauft wurde für ein Wahnsinnsgeld. Deswegen, wenn man eine wirklich gute Eisdiele hat, wo die das aus Naturprodukten herstellen, das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Ja. Auch Florida-Eis aus Berlin. Da haben wir aus Berlin-Spandau. Ja, die haben ja ein wahnsinniges Gewicht. Mhm. Also ist ja, wenn man da so einen Liter kauft, dann denkt man sich erstmal, boah, was ist denn das? Ja, weil das halt wirklich ein Liter ist, weil die da nicht nochmal einen Haufen Luft reinarbeiten. Ja, also Die Hauptfiliale ist ja quasi keine 10 Minuten von hier. Tatsächlich? Mhm. Mhm. Also wenn ihr das nächste Mal kommt, kann ich ja mal so eine kleine Auswahl von aus 8 bis 10 Sorten. Oh ja. Mhm. Und ich auch bin so absoluter Eisfreak. Ich liebe Eiscreme. Mhm. Und du wirst das auch lieben, weil das ist ja komplett CO2-neutral. Und wir sind alles, nicht von denen gesponsert. Ich möchte es an der Stelle sagen, wir bekommen gar nichts. Nee, gar nicht. Nicht mal Eis. Nicht mal Eis, genau. Aber komplett CO2-neutral. Aber ich finde, das darf man auch wirklich auch erwähnen, weil der halt auch zu einer Zeit angefangen hat, da hat noch gar keiner drüber geredet. Ja. Hat ja überall diese Solarpaneele da draufgelegt. Und gerade Eisherstellung ist halt wahnsinnig energieintensiv. Mhm. Und wenn ich das CO2-neutral hinbekomme, dann ist das irgendwie schon toll. Das wusste ich gar nicht. Du wolltest sagen, ich bin nicht nur ein Schlemmer, ich bin auch noch ein guter Mensch, wenn ich das Eis esse. So ist es. Das ist ja toll, da muss ich ja gleich meinen Eiskonsum erhöhen. Ja, und das ist bestimmt besser. Es gibt ja welche, die damit werben, dass sie irgendwie, ich will die Firma jetzt nicht nennen, darauf achten, dass das irgendwie sozial verträglich produziert wird. Und dann irgendwie kriegst du dieses Zertifikat, wenn 10% davon irgendwie auf natürliche Art und Weise produziert wird. Und dann denkst du dir, okay, 10%, alles klar. Ja. Deswegen dann lieber sowas unterstützen, absolut. Toll. Und so einfach. Also nur genau. Im Gedenken an Alfred Biolek, toll. Also an seine Kochshow natürlich. Ja. Aber er macht gar nichts mehr im Fernsehen, ne? Glaube ich, oder? Ja. Wir hatten den ja ausgezeichnet, ich glaube, vor 3 Jahren. Mhm. Und das war, er hatte, glaube ich, einen schweren Sturz. Mhm. Und er konnte dann gar nicht mehr anreisen. Also wir haben dann ein Video für ihn gedreht, wie wir dann sozusagen den Preis auf der Gala überreicht haben. Und wir haben ihn dem dann auch mit der Post geschickt. Und ja, konnte da leider nicht dabei sein. Mhm. Nee, aber das finde ich einen wahnsinnig tollen Moderator auch. Also der war immer so... Das war wirklich ein Gastgeber. Mhm. Das fand ich immer super. Und selbst, also der hat, ich würde nicht sagen, dass er total unkritisch moderiert hat oder so, aber er hat immer unheimlich viel Respekt gehabt vor den Leuten. Ja? Aber da sind wir zum Beispiel auch dabei. Es gibt doch so gut wie keine Frauen, die sowas machen.
Stimmt. Oder? Frau Kebekus? Okay. Mhm. Und dann? Also es darf dann jemand schöner bei, was meinst du denn jetzt mit sowas? Ich meine, es gibt schon, Anne Will hat eine Talkshow, Sandra Maischberger, aber das ist jetzt nicht Kultur, das ist mehr Politik. Ich meine jetzt, das sind ja die ganzen politischen, das sind alles. Was übrigens auch toll ist. Ja, also, genau. Aber ich meine jetzt sowas wie Michelle Hunziker? Hunziker daneben, die Glänze. Ja, es ist peinlich. Also es ist wirklich auch so ein bisschen zum Fremdschämen oft, dass man. Ich habe nur gerade daran gedacht, dass ich es lustig fand, dass dann als Vertretung oder als Nachfolgerin von Michelle Hunziker Cindy aus Marzahn das gemacht hat. Das war schon, da finde ich, sieht man auch, dass die Kollegen eine gewisse Selbstironie haben, ja. Aber genau, deswegen habe ich so geschmunzelt. Ja, absolut richtig. Genau. Da hast du aber recht. Es könnte eben auch mal umgekehrt sein. Da hast du recht. Ja. Aber der Spruch mit der im fällt keine Frau ein, die jetzt eine Samstagabendshow moderieren kann, das ist natürlich schon echt dumm dämlich. Also das ist schon sehr empörend. Das würde, glaube ich, heute auch keiner mehr so sagen. Ja. Das war er erst vor kurzem, oder? Ja, genau. Aber ich wollte sagen, aber der hat ja auch genug auf die Mütze bekommen. Und ich glaube, da ist allen auch schon klar geworden, wie doof auch so ein Satz ist. Ja? Mhm. Wobei ich auch sagen muss, und das gilt jetzt nicht nur für den ZDF-Intendanten, das gilt für jeden Intendanten, das gilt letzten Endes für jeden, der programmverantwortlich ist. Ich würde sagen, wenn man wirklich, es kann ja sein, dass man mal sagt, naja, die ganzen Leute, die ich im Moment hier so sehe, die auch dastehen, die sagen, ich habe schon mal was Ähnliches gemacht, ich habe genug Vorerfahrung, das sind Männer. Kann sein. Aber dann sollte man doch sagen, okay, unter meiner Regierung sozusagen oder unter meiner Ägide ist es so, in spätestens 5 Jahren habe ich eine Frau aufgebaut dahin, dass sie das machen kann. Aufbauen. Das ist immer ein Nachwuchsgeschäft. Ja. Eben, du musst jemanden aufbauen, vollkommen klar. Und ich weiß zum Beispiel, Radio 1 ist ja von Helmut Lehnert, wie auch Radio Fritz damals quasi erfunden worden. Und das ist zum Beispiel jemand, der hat immer Leute ans Mikro gelassen, die waren noch nicht so weit. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, wie kannst du die denn ans Mikro lassen und so weiter und so fort. Und dann hat er ganz zutreffend gesagt, hast du dir mal überlegt, was passiert wäre, wenn ich so gedacht hätte, als du zu mir gekommen bist? Und da habe ich mich erschreckt, natürlich. Aber das war zum Beispiel jemand, der hat immer wieder, klar, hat nicht immer geklappt, aber ich würde sagen, 80% seiner Pläne sind aufgegangen. Wenn er gesagt hat, du machst das, der war nicht so gut. Ich war nicht so gut, aber nach 2-3 Jahren vielleicht. Und das hat er gesehen. Und das war toll, da habe ich was begriffen. Ne? Mich erinnert das an einen Spruch von meiner Großmutter. Ich war so ein ewiger Single, da war ich so, würde man sagen, so Anfang 20 oder so. Und sie hat mich gefragt, warum hast du eigentlich keine Freundin? Und dann habe ich gesagt, ich warte halt auf die Richtige. Und dann guckte sie mich so an und sagt, naja, aber was, wenn jetzt die Richtige kommt, dann hast du vielleicht Pech, weil dann wartet die nämlich auch auf den Richtigen. Dann hast du wieder nichts. Ja, siehst du, Lektion fürs Leben lernen sehr wir viel, heute. Sehr viel Weisheit im Satz. Übrigens, lieber Redakteur Dave, Jan Hennig hat geschrieben, dass er auf Facebook ein Foto gepostet hat. Wenn du mir das irgendwie zukommen lassen kannst, entweder in unser kleines Guck-zu-Dokument oder so, dann können wir das. Oder hast du das schon getan? Hm. Siehst du's? Okay, also ein Foto habe ich, aber das ist noch nicht von Jan Hennig, sondern das ist von Carsten. So, und jetzt beame ich das mal hier auf den Fernseher, dass ihr das auch sehen könnt. Haben Sie sich geäußert auch, wie es Ihnen geschmeckt hat? Ja, also ich glaube Carsten noch nicht, aber Jan Hennig hat gesagt, es war fantastisch, super schön. Rezept. Schön. So, und das ist aber das, was. Okay. Also. Ah, der hat locker gestochen, schau. Der hat locker auch, ja, das ist spannend. Auch toll. Ja. Also bei Carsten denkt man immer, wow, das ist dafür, dass er das erste Mal macht. Ja, Carsten ist jedes Mal dabei. Ah, super. Und legt immer eigentlich ein super. Mhm. Auch vom Anrichten, von der Präsentation, sagt man, glaube ich, im Fach. Genau. Auch ein schöner Teller. So, Bernhard, du hast ja Marion gefragt, was ihre Traumrolle wäre. Ja. Was wäre denn mal deine Traumrolle? Wo möchtest du denn, dass die Eat Berlin noch mal hingeht? Oder wo wärst du gern mal Küchenchef? Hättest du gern noch mal 1 bis 2 Sterne persönlich? Ich habe immer das nee, gar nicht, weil mir der tägliche Stress zu viel wäre. Aha. Ich habe immer das Problem, dass sobald ich das für mich definiere, will ich da auch hin und bin dann so stur. Deshalb beschütze ich mich immer selber vor diesem, was will ich denn eigentlich? Weil wenn ich dann will, dann will ich es plötzlich so, dass ich dann irgendwie auch... Zu viel Ehrgeiz dann? Ich weiß nicht, ob es Ehrgeiz ist, aber ich würde es eher Sturheit nennen. Okay. Das ist wirklich ganz schlimm. Also es ist es würde die Weinschule nicht geben, wenn ich nicht so stur wäre. Es würde die Eat Berlin nicht geben, wenn ich nicht so stur wäre, weil eigentlich alles am Anfang ein Stück weit Rohrkrepierer waren.
Ja, aber nur eben meine Sturheit, die dann zu einer gewissen Ausdauer führt, eben dann mich hat durchhalten lassen. Mhm. Ja, es ist immer so, ich habe immer gewusst, dass es funktioniert und habe es nicht akzeptiert, dass es sozusagen, ja. Aber weißt du, was ich ganz toll finde, dass du auf der Eat Berlin auch immer, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mit Sebastian, Sebastian Frank zusammen kochen dürfen. Wirklich eine Auszeichnung mit diesem wunderbaren Koch, einen veganen Abend, dass du eben auch sagst, die Spitzengastronomie willst du eben auch zeigen, dass die auch vegetarisch und vegan möglich ist und den Leuten vermitteln willst, dass das sogar etwas ganz Besonderes ist, ja, dass man sagt, ein Steak kann man quasi in die Pfanne hauen, aber aus vegetarischen Dingen etwas ganz Außergewöhnliches zu machen, und das ist wirklich, ich habe ja einige Abende erleben dürfen, vegetarische oder vegane Abende, das war so ein Genuss, und dass du da auch so stur bist und sagst, diese Abende biete ich immer an auf der Eat Berlin. Das finde ich ganz toll. Und man muss, glaube ich, den Leuten noch mehr vermitteln, dass das dass quasi das Geld das auch wert ist, weil das einfach was Besonderes ist, aus diesen Dingen etwas Tolles zu kreieren. Ich glaube, vor 2 Jahren warst du bei Krulig, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war unfassbar. Krulig ist Vorname, Nachname? Andreas Krulig ist ein 2-Sterne-Koch aus Frankfurt am Main. Aha. Und ist wahrscheinlich der beste vegane Koch der Welt, würde ich fast behaupten. Mhm. Unfassbar gut, unfassbar raffiniert. Hat auch ein Fleischmenü, ja. Und ich habe mich, als ich dann bei ihm war, ich war so schockverliebt in das Essen. Schockverliebt. Und habe sozusagen, ich bin in ein Restaurant gegangen, habe ein veganes Menü gegessen mit einer alkoholfreien Saftbegleitung. Mhm. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Und musste mich dann auch mit einer Flasche Wein trösten zum Essen. Aber es war großartig. Das ist ganz, ganz großes Kino. Das ist das, was ich eingangs auch meinte. Diese Art von Begrenzung, ja, das schafft eine ganz neue Kreativität. Das schafft einen ganz neuen Blickwinkel, als immer nur einen Braten zu schieben, immer nur ein Fleisch in die Pfanne zu hauen. Das ist ja auch so langweilig. Ja, ja, Sebastian Frank hat ja damals auch, was der sich alles ausgedacht hat und was der alles gemacht hat. Und das war, und der Herr Hoffmann, der hat mir eben gesagt, dass das, der war ja einer der Ersten, der hat das gar nicht vegetarisch genannt, sondern der hat gesagt, ich mache eine Gemüseküche. Ich meine, man muss ja bedenken, früher war es ja so, 50er, 60er Jahre, da hat man einen Braten gegessen, einmal Fisch und eine Wurst, und ansonsten gab es nicht, also wie es in Indien heißt, Veg and Non-Veg. Mhm. Da ist ja die Orientierung eine ganz andere. Ja. Veg and Non-Veg. Und hier ist immer vegetarisch, und dann kriegt man sofort, denkt man so, ja. Ja, also und lustbefreit. Das ist wirklich, also viele, ja, und das ist so toll. Ja. Also, übrigens, das ist jetzt das Foto von Jan. Vielen Dank. Mm. Das sieht ja auch toll aus. Sieht auch toll aus. Oh, auch jetzt krieg ich schon wieder Lust auf den nächsten Parmesan-Chip. Ja, genau. Und er hat fast ein bisschen wie Nockerl gemacht. Ja. Also auch so diese Kleinnockerl, also nicht eine Nockerl gestochen, sondern also auch spannend. Gibt ja auch, man kann, wenn man jetzt weniger Zeit hat zum Beispiel, muss man auch gar keine Knödel machen, sondern man kann es wirklich einfach klein machen. Kleine Knödelchen, was man auch sehr, sehr schön anrichten könnte dann. Ja. Oder man kann das auch den Brösel dann wälzen sozusagen, wie man es beim Marillenknödel auch macht. Aber oder hier sehen die Brösel auch sehr dunkel aus. Ne? Ja, der hat sich stark geröstet, das ist gut. Ja, es sieht schön aus. Gerade das Rösten ist, weil ansonsten habe ich jetzt Semmelbrösel mit Butter. Ja. Ich brauche diese Röstaromen. Ich muss da auch wirklich an die Grenze gehen. Und deshalb muss ich sozusagen daneben stehen bleiben, weil der Grat zum Anbrennen ist halt ganz schmal. Ja. Ja, und dann runternehmen und fertig. Und dann gleich rühren, damit es ja nicht irgendwie am Boden ansetzt. Und übrigens, wenn man nicht selbst kochen möchte, dann kann man einfach mit Bernhard Moser in der Küche kochen und unterhält sich im Wohnzimmer mit Marion Krach. Das ist auch ganz super. Ja? Das ist auch eine tolle Variante, die ich nur jedem empfehlen kann und so. Nee, das ist großartig. Aber weil wir gerade alle drüber sprechen, also ich weiß, du bist ein Sebastian Frank-Fan, ich bin Sebastian Frank-Fan, kocht im Horvath, ne? Ja. Hat 2 Sterne. Ist doch, ich weiß nicht, ich würde sagen, ich kenne jetzt nicht alle Köche Berlins, du kennst alle, aber ist schon nach Marco Müller schon auch ein heißer Kandidat für den nächsten 3-Sterne-Koch in Berlin, oder? Was glaubst du? Ich glaube, erstmal wird Ruhe sein. Mhm. Das liegt einfach daran. Die wollen es nicht verwöhnen, oder? Es ist immer auch Politik. Ja, es ist immer, es gibt immer Entscheidungen, so diese Überraschungskandidaten, kannst du jedes Jahr beobachten. Es gibt dann den einen Kandidaten, mit dem keiner gerechnet hat, und der hat jetzt plötzlich einen Stern. Und auch, also es gibt ja sozusagen
in der klassischen Küche oder in der klassischer, der unfassbar gut ist, ist Hendrik Otto im Adler. Mhm. Der lange Zeit auch, also der hätte auch locker einen dritten Stern verdient. Mhm. Und dann gibt es eher die Avantgardisten, die wie jetzt Marco Müller oder Sebastian Frank oder Tim Raue, die sozusagen eine völlig andere Zugang, einen weniger klassischen Zugang zum Thema haben. Und alle hätten eigentlich, also ich habe die besten Abende meines Lebens nicht in den Drei-Sterne-Restaurants gehabt, sondern immer in den, bei den Zwei-Sternern, die den dritten wollten. Ah. Das waren immer meine besten Essen, die ich hatte. Mhm. Mhm. So, ich habe gerade gesagt bekommen, völlig zu Recht, dass unser Kameramann auch aus Corona-Gründen nicht so sitzt, dass er den Fernseher abfilmen kann. Deswegen zeige ich es hier nochmal im iPad. Also das war Carstens Werk. Klar. Richtig. Ja. Und dann zeige ich gleich auch nochmal das von Jan. Ja. Stimmt. Aber das ist natürlich, du willst einfach sagen, solange sie noch wild und hungrig sind, kochen sie noch ein bisschen besser, ja? On the edge. Die kochen natürlich nachher auch perfekt, weil drei Sterne sind, müssen eigentlich immer perfekt sein. Aber es geht eher um diese Mut. Ich glaube, es geht am Ende um Mut. Mhm. Und ich habe mein bestes Drei-Sterne-Erlebnis habe ich gehabt bei Heinz Beck in Rom. Das war wirklich mein bestes Drei-Sterne-Restaurant, das ich hier in Rom. Ja. Im Waldorf Astoria mit Blick auf den Vatikan und so. Das ist ein unfassbar schöner Ort zum einen und ein wahnsinnig schönes Restaurant und ein unfassbar Perfektionist. Und selbst die Italiener sagen, wenn man eigentlich perfekt italienisch essen möchte, dann muss man zu dem deutschen Heinz Beck. Nein. Und wenn das ein Italiener sagt, dann ist das dann heißt das schon was. Ja. Und aber ansonsten muss ich wirklich sagen, so meine prägendsten Gastronomieerlebnisse waren eher im Ein- und Zwei-Sterne-Bereich, wo ich dann wirklich im Nachhinein sage, das hat mich völlig, völlig geflasht. Vielleicht aber auch, weil du die, als sie drei Sterne bekommen haben, schon kanntest aus ihrer Zwei-Sterne-Zeit. Kann ja auch sein. Weil wenn man was hat, was man noch nie gegessen hat, bei dir bestimmt noch mehr als bei mir, der erste Effekt ist ja, dass man es gar nicht glauben kann, was man da gerade merkt. Ja. Also mein Lieblingsrestaurant vegetarisch ist das Cobbs. Das gilt ja, ist von CNN mal gewählt worden als einer der 10 besten vegetarischen oder veganen sogar Restaurants in Berlin. Mhm. Und wenn wir Geburtstag haben, mein Mann und ich haben am selben Tag oder am gleichen Tag Geburtstag und dann gehen wir immer dahin. Das ist echt ganz was gibt es da zum Beispiel so auf der Karte, was du magst oder ist das immer wechselnd? Nein, das ist immer wechselnd, und die machen eben ganz tolle, eben auch wirklich ganz besondere Sachen. Wer kocht da jetzt? Weil ich habe da schon mal gedacht. Jetzt fragst du mich was. Ja. Der Koch natürlich. Ja. Danke für die Hilfe. Ja. Genau. Aber das ist ganz, ganz große Küche. Ja. Und ich finde eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis total super. Mhm. Also, du hast mich mal ausgeführt zu einem Asiaten, der sehr viel mit Surrogat-Produkten gekocht hat. Ja. Das war richtig gut. Das war ein chinesisches Restaurant. Ja, richtig. Und du hast halt Huhn gegessen, du hast halt Rind gegessen und das alles mit Surrogat-Produkten. Es war vegan und es war richtig gut und teilweise konntest du das nicht unterscheiden. Mhm. Und, das heißt, es wurde dir quasi ein Gericht gekocht, das war ein Hühnergericht, nur eben ohne Tier. Genau. Ja, super. Ja. Genau. Und ich war letztens mal, muss man jetzt gar nicht so groß öffentlich erzählen, aber aus Verzweiflung und weil meine Tochter da unbedingt mal hin wollte, waren wir mal bei einem Hühnchenfrittierer, bei einem industriellen Hühnchenfrittierer, der aus Kentucky kommt. und ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja? Und ich habe dann so ein kleines Ding, also so ein knuspriges Ding gegessen und es war sehr überpfeffert. Mhm. Und man hätte dieses Fleisch komplett ersetzen können. Durch Seitan zum Beispiel. Vollkommen, weil es schmeckt doch nach gar nichts. Es schmeckt nach nichts. Es ist wie so ein, es ist nur eine Konsistenz. Ja. Ja. Der Geschmack kam über das Fett sozusagen, über den Knusper und über den Pfeffer. Das war geschmacksgebend. Aber das Fleisch. Und über die Currysoße nicht zu vergessen. Ja, nee, das haben wir nicht, das haben wir nicht dazu. Die haben wir ausgelassen. Ja. Aber man hätte das sozusagen nicht mit Fleisch machen müssen. Ich finde ja auch, also ihr habt es ja schon gesagt, aber je beschränkter die Werkzeugkiste ist, umso kreativer werden die Leute natürlich auch. Also das ist das Schöne, immer wenn du was wegnimmst. Deswegen war für dich das vegane Erlebnis mit einer Saftbegleitung vielleicht auch der Hit, ja, weil da klar, so ein Wein ist, ich will nicht sagen, dass es leicht ist, einen guten Wein zu machen, aber wenn man einen hat, ist es leicht, Leute damit glücklich zu machen oder so, ja. Ja. Genau, man muss dann halt einfach besser sein. Mhm. Aber das ist, meint ihr das? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, auch dass in Berlin schon relativ normal ist. Also es gibt die immer noch sich nur darüber amüsieren und wie kannst du das essen und das essen doch. Dein Essen ist meinem Essen, nee, wie war das? Mein Essen ist ein, du isst meinem Essen das Essen weg und diese sehr lustigen Sachen und so. Aber glaubt ihr, es wird mal eine Zeit geben, wo das nicht mehr Thema ist?
wo man sich einfach irgendwie ernährt? Oder ist es dann wie in, war das Futurama, glaube ich, oder in South Park, wo einer sagt, ich bin Veganer Stufe 5, ich esse nichts, was einen Schatten wirft oder so? Also wird es immer noch eine neue Mode geben? Ja, klar. Essen ist ja heute, es ist ja zum Teil der Identität geworden von Menschen. Identität? Ja? Genau, Identität. Und Menschen identifizieren sich mit ihrer Art, sich zu ernähren. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist aber auch umgekehrt so, also Leute, die jetzt sozusagen Billigfleisch kaufen und die sich dann lustig machen über Menschen, die Biofleisch kaufen, wie blöd die sind, also die identifizieren sich auch quasi mit ihrem nordrhein-westfälischen Fleisch, ja, vom Riesenschlachthof und sagen, ja, und ich habe jetzt das Steak für 1,99, habe ich jetzt 800 Gramm Grillfleisch schon mariniert gekauft und es ist krass, ja, und es gibt wenige, denen es komplett wurscht ist, weil auch bei den Konsumenten, die sozusagen sehr unausgewählt konsumieren, die konsumieren aber teilweise unfassbare Mengen. Ja. Also ich habe auch im erweiterten Bekanntenkreis Menschen, denen es nicht schlecht geht, aber die eine Kultur draus machen, immer so das Billigste zu kaufen, auch beim Essen. Aber dann halt beim Grillen sozusagen immer alles auflegen, zack, 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 und dann steht ein Topf in der Mitte mit dem Deckel, da kommt das gegrillte Fleisch rein und das wird aber immer fast zur Hälfte weggeschmissen. Ja? Oh Gott. Weil sozusagen gleich so durchgegrillt wird. Ja, aber das ist schon schrecklich. Alles ganz schlimm und dann gart das alles da drin nach. Das ist aber auch ein komischer Lifestyle. Ja. Und es ist einfach auch sozusagen dieses viel zu essen zu haben, ist für die eine komische Form von Luxus, das empfinden die dann ja, als... Ja, ich meine, wir sind ja nicht mehr, also außer die älteren Leute, wir sind ja nicht mehr irgendwie Kriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration. Da kann ich das verstehen. Meine Mutter hat nie, ja, die wollte dann viel haben, aber die hat zum Beispiel nie etwas weggeschmissen und hat mir auch beigebracht, dass man das nicht tut, Essen wegzuschmeißen. Ja. Und wenn man irgendwo in irgendeinem anderen Land mal war, wo es den Leuten nicht gut geht, wo eben, wie du gesagt hast, ich esse, also wenn ich denen was wegesse, dann haben die jemanden, den sie nicht mehr ernähren können. So. Dann ist das einfach ein absolutes Unding. Und ich glaube, wir müssen da eine Entscheidung treffen und uns verändern. Es muss nicht jeder Vegetarier werden. Das ist okay, ja, wenn man auch richtiges und gutes Fleisch isst. Aber das ist einfach nicht mehr möglich. Wir sind von der EU verklagt wegen der Wasser, also wegen der ganzen Nitratwerte. Ja, das kann man doch nicht mehr, wir können doch das nicht ausblenden. Und da sind wir wieder bei dem Mädchen, mit der ich gesprochen habe, vom Jugendbeirat, die sagt, ich bin jung, ich will meine Zukunft, ich möchte Einfluss darauf haben und nicht die, Entschuldigung, alten weißen Männer, die über mein Leben bestimmen. Und das fand ich total richtig. Und das hat eben auch etwas mit der Ernährung zu tun. Wir müssen uns davon verabschieden, jeden Tag dieses Billigfleisch zu essen. Aber es gibt auch alte weiße Männer, die sind genau deiner Meinung. Wir beide zum Beispiel. Und wir mussten, ihr seid ja keine weißen alten Männer. Naja. Wir mussten zum Beispiel damals, also ich habe so eine kombinierte landwirtschaftliche gastronomische Ausbildung gemacht. Und wir. Du hast quasi die Kuh in die Küche geritten, da geschlachtet und verarbeitet. Na, quasi sozusagen von der Besamung bis hin zur, wie holt man so einen Kalb raus? Das hast du auch selber gemacht. Ich habe den Tierarzt gerufen und bis hin zu, oder den Stier rausgelassen, je nachdem. Bis hin das Konzept, weil es gibt in Österreich sehr viele Betriebe, die haben eine Landwirtschaft und eine Gastronomie und das war quasi maßgeschneidert für die. Ja. Also wie kann ich sozusagen diese Wertschöpfungskette vom Kalb oder von der Mutterkuh bis hin zum Schnitzel komplett quasi abschöpfen. Ja, ja. Und wir mussten halt selber schlachten. Und wenn du das mal gemacht hast und wenn du mal so ein Rind geschlachtet hast, dann hast du ja auch eine Demut. Ja, dann hast du auch da, dann ist dir das klar. Dass ich wollte sagen, du bist dann nicht entfremdet diesem ganzen Prozess, weil du das eben komplett einmal gesehen hast. Genau, genau. Ja. Und du hast halt dann, die Kuh hat halt auch einen Namen und man hat ja irgendwie auch, man kannte die, ja, und das ist, und das verändert einen schon. Und mein Lieblingsspruch ist da ja von Reinhold Messner, der gesagt hat, man darf eigentlich nichts essen, was man nicht auch töten kann. Ja. Und wenn man das beherzigen würde, dann hätten wir, glaube ich, plötzlich 80% Vegetarier. Ja, das stimmt. Tolstoi hat das ja gemacht. Der war ja wohl Vegetarier und seine Verwandten haben sich beschwert, warum es denn nie mehr was gibt. Und der hat denen dann also quasi ein lebendes Huhn
So, mach mal den Deckel ab. Oh, was ist das? Bitte schlachte es. So, also genau dieser Vorgang. Ich habe mal in Namibia gedreht und da hatte einen den Tourismusminister, der war aus einem Clan, ich weiß gar nicht mehr welchen, und der Himba, glaube ich, war der. Und der sagte, bitte, ich habe gehört, du bist Vegetarier, mach mich auch zu einem. Ich verstehe das nicht. Erklär es mir. Und dann habe ich ihm gesagt, warum ich das bin und wie das bei uns in Deutschland ist und mit der Massentierhaltung und so. Und dem fiel alles aus dem Gesicht. Und der sagte, unter den Umständen wäre ich das wahrscheinlich auch. Weil in Namibia, dann habe ich gesagt, vielleicht wäre ich in Namibia Fleischesser. Weil in Namibia einfach, da laufen die Tiere frei rum, wild und werden geschossen. Ja, klar musst du diesen Vorgang dann auch machen. Ja. Und die haben einfach keine Anbauflächen, weil Wüste, ne? Da ist nicht so viel mit Anbaufläche, außer im Caprivi-Streifen. Also essen die Leute viel Fleisch, aber das ist wildes Fleisch, also Wildtiere so. Und das ist natürlich ganz was anderes, also diese Massentierhaltung. Das ist ja auch in dem der Region, wo ich komme, aus dem Pinzgau, da haben wir ja auch sehr viele Kühe, ja. Und das ist ja auch ein Kreislauf, ja. Das ist ja so, wie Landwirtschaft eigentlich funktionieren sollte. Du hast unten Wiesen, im Sommer kommen die Tiere auf die Alm, auf drei Stufen, essen quasi das Almgras, was natürlich perfekt ist für Milch und Käse. Mhm. Aber das ist eher unabsichtlich, das ist ein Nebeneffekt, weil eigentlich werden die Kühe nur aufgetrieben, damit sie die Flächen unten schonen, weil die werden ja gemäht fürs Winterheu. Und dann hast du sozusagen diesen Kreislauf, dass die Kuh frisst das Heu, quasi die Nährstoffe kommen hinten wieder raus, die werden wieder aufs Feld gebracht und du hast und solange du in dem Prozess kein Kunstdünger, kein Kraftfutter und so weiter einbringst, hast du eigentlich den perfekten landwirtschaftlichen Kreislauf. Ja. Und da ist es eigentlich auch für die Region total wichtig, dass es diese Art von Landwirtschaft gibt und dass es auch diese Milchproduktion gibt. Und die Kühe sind draußen, die sind einen großen Teil des Tages draußen. Vor allem im Sommer auf der Alm sind die permanent, 24 Stunden am Tag sind die draußen. Und da habe ich überhaupt keine Bedenken, das Fleisch zu essen. Das denke ich auch, ist ein Riesenunterschied. Ja. Bevor wir auch wieder draußen sind, aus dem Internet zumindest, möchte ich aber noch einmal sagen, also du engagierst dich ja, da haben wir lange drüber gesprochen, über Plan International. Das heißt, da nehme ich an, wäre auch dein Wunsch, dass die Leute, wenn die gedacht haben, das ist eine gute Idee, mal auf die Webseite gehen und das unterstützen? Ja, absolut, ja. Entweder eine Patenschaft übernehmen, da hat man ja keine Verpflichtung. Wenn man will, kann man den Kontakt auch, anregen und machen, aber man muss ja nicht. Und also Plan finde ich wirklich eine tolle Organisation. Aber es gibt ja auch die Berliner Tafel etc. Also man kann auch quasi was vor Ort machen. Klar, aber ich glaube, das, was du erzählt hast, hat uns heute alle angerührt. Und vielleicht macht es das dann doch irgendwie einen Ticken leichter zu sagen, oh, das mache ich mal. Weil ich gehört habe, was man da vor Ort auch bewirken kann. Für die Mädchen und die Frauen in der Welt, wenn man das mal gesehen hat. Also wir stellen alle Links auf jeden Fall auf unsere Facebook-Seite. Heute oder allerspätestens morgen ist das drauf. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Marion. Es war ganz toll, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst wieder, egal ob die Kameras laufen aber oder nicht. Sowas von. Bernhard, ich bin total happy, dass du nicht nur wie immer toll gekocht hast, sondern heute auch mal irgendwie, ohne dass du hinterher symptomfrei nach Hause musst und dich erstmal hinlegen, symptomfreies Kochen. Danke für dieses wunderbare Essen. Ja, es war sehr, ganz, sehr ganz großartig. Die wunderbaren Gespräche mit dir. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden selbstverständlich unseren Termin auf Facebook, auf unserer Webseite guckzu.de bekannt geben, wenn wir wissen, wann im August gekocht wird. Bis jetzt haben sich kaum Leute für unseren Newsletter angemeldet. Das könnt ihr aber auch auf guckzu.de tun und dann bekommt ihr sogar eine E-Mail, wenn es wieder losgeht und wir geben die Daten nicht weiter. Das machen wir wirklich nur, um mit euch in Kontakt zu bleiben. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgekocht haben. Danke für die tollen Bilder und eure Kommentare. Bleibt gesund und habt guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.